Ein Meme. Oma, kann ich Podcast haben? Wir haben noch einen Podcast zu Hause. Podcast zu Hause? Hi. Hallo. Wir sind Isle of Lamp, der Podcast. Anscheinend gut genug für Oma zu Hause. Wir sind der Apfel unter den Süßigkeiten. Ist es nicht immer so, Oma wusste immer, was am besten ist? Ja, wir sind die Käsestulle unter den Cheeseburgern. Wir sind die nimm zwei Bonbons in der Kristallschale. Oh, wir sind die Campinos mit Orangengeschmack, die übrig geblieben sind. Und das sind unsere Themen. Impfen für alle. Jetzt kommt endlich jeder zum Stich. Laufschuhe an und los. Mit unseren Tipps problemlos 860 Meter schaffen. Zeitreisen. Warum ich irrationale Sorge vor Loki habe. Und das mit den Penissen und Vaginas. Wie Bienen ihre Kinder aufklären. Meinst du? Meinst du wirklich? Müssen die nicht? Ja, ich hab das NSFW-Bild gesehen, das du gepostet hast. Apropos, ich hatte auch eigentlich noch einen dritten Punkt, den ich im Intro ansprechen wollte. Aber Leute, für alle, die zuhören und auch Isle of Lamp auf Twitter folgen, ich habe keinerlei Kontrolle, weil ich zu faul bin, mich überhaupt mit diesem Account auseinanderzusetzen, weil seit ich auf mein iPhone gewechselt habe, ich natürlich nicht mehr auf meinem Handy mit dem Isle of Lamp-Account angemeldet bin, weil es jetzt auch noch nicht so ist, dass da irgendwie so ein gutes, merkbares Passwort dahinter liegt. Dementsprechend ist ja aber auch nicht so, als ob du dich da großartig immer drum gekümmert hättest. Oder richtig, so richtig, ja, richtig. Ja. Aber dementsprechend, ich habe null Kontrolle aktuell. Und ich habe heute Mittag, heute ist Dienstag, nachgeschaut, was denn die drei Dinge sind, über die wir heute sprechen. Ich finde es übrigens eine ziemlich coole Sache, dass wir das jetzt immer zur Auswahl stellen. Und ich finde es auch super, dass ihr Leute das anklickt. Deswegen ja, vielen Dank dafür. Super. Ja, ja. Hast du 8 gezählt und uns beide abgezogen? Ich selber stimme nicht ab. Ja, sagst uns einfach. Stimmst du dafür ab? Ja, sicher. Sagt uns einfach Bescheid, wenn wir das früher posten sollen oder so. Kann ja auch sein. Aber nichtsdestotrotz, ich habe keinerlei Macht über diesen Account aktuell. Und deswegen, sorry für dieses Video, das Sebi da geteilt hat, das so unfassbar ekelhaft ist, dass ich das angucken musste und echt fast gekotzt habe, ey. Warum denn Milch? Okay, wir reden gerade, über die Milch auf oder über die Art Milch. Und Weise? Also um nur mal kurz für die Leute, die uns nicht auf Twitter folgen, es ist ein Sketch, ich würde es mal als Sketch abstempeln, ja, da sitzt ein Junge im Park und er fragt einen Jungen gegenüber, hey, kannst du mir mal bitte die Milch geben? Dann sagt der andere, natürlich, kein Ding, er nimmt einen riesigen Schluck Milch in den Mund, ja, dreht sich zu einem Jungen, der links von ihm sitzt, spuckt ihm Milch in den Mund, der Junge spuckt wiederum die Milch in den Mund von einem anderen und der Dritte spuckt dann die Milch in den Mund vom eigentlichen Anfragenden. Ja, und der sagt dann am Ende nur, danke. Es ist vollkommen egal, ob das ein Witz ist oder nicht, weil es war ein Practical Joke und es heißt, es wurde so gemacht und das ist schon ziemlich eklig. Wirklich, ich hätte kein Problem damit, mit dir Körperflüssigkeiten auszutauschen. Ich hätte schon ein sehr großes Problem, mit dir Körperflüssigkeiten auszutauschen, Sebi. Wir trinken aus dem gleichen Glas, aus der gleichen Flasche. Was spricht dagegen, dass ich dir Milch aus meinem Mund in deinen Mund spritze? Weil du deine ganzen Mundbakterien dann ja nicht komplett einmal durchwirbelst und weiterreißt. Also mir geht es gar nicht darum, welches Geschlecht oder wer auch immer das weiterreicht, sondern nee. Ich putze mal mindestens die Zähne. Du leckst da auch nicht die Innenseite deiner der Wange deiner Frau ab. Ah, jetzt kommt ein Und sonst? Oh, interessanter Gesichtsausdruck. Reden wir nicht weiter drüber. Themenwechsel. Hi. Ja. Hi. Super ekliges Video auf jeden Fall. Hat mich sehr kalt erwischt heute. Mitten in der Mittagspause denkst du so, ach, ich esse jetzt was und dann bereitest du dich vor. Ich hab's natürlich beim Essen angeguckt auch noch, weißt du? Hast richtig, du was Milchiges dabei gegessen? Oder? Ich hab fucking türkischen Milchreis gegessen. Ja, nee. Das ist echt übel. Ach, ich freue mich einfach nur, wenn wir Lampaloosa mal so nebeneinander machen können, ja, und dann solche Spiele halt auch irgendwie machen können. Vielleicht nicht solche Spiele, aber generell Spiele, wo es dann. Ja, wir brauchen. Vielleicht auch genau das Spiel. Ich habe heute das erste Mal geguckt, inwiefern. Ich habe mich mal informiert, ab wann ich mich vielleicht mal fürs Impfen anmelden sollte. Weil jetzt dürfen wir ja alle, ne? Ist ja Impfen für alle. Ich habe mich bisher noch.
nicht so drauf fokussiert, weil ich wusste, es kommt ja irgendwann sowieso und ich bleibe halt so lange zu Hause, ist halt so. Bringt ja auch nichts, wenn du geimpft rumläufst und trotzdem andere Leute ansteckst, deswegen sollten wir uns erstmal alle impfen lassen. Und ich bin halt kein Sonderfall, ne? Also ich hab weder irgendwelche Krankheiten, also körperlichen Beschwerden oder sonst was oder irgendwelche Jobprobleme, die das nötiger haben. Mhm. Deswegen halte ich mich da eigentlich relativ weit raus. Aber jetzt kann man ja anfangen, sich zu informieren. Ich habe auch schon überlegt, ob ich morgen mal bei meiner Ärztin anrufe und frage, wie da so die Lage ist. erstmal dieser Moment rausfinden, auf welcher politischen Seite deine Ärztin erstmal ist, weißt du? Erstmal das. Das ist ja auch mal erstmal der Punkt. Also ja. Ich meine, seit Corona war ich einmal beim Arzt. Das war wegen einer Mandelentzündung. Mm. Und da ist irgendwie das Corona-Thema abgearbeitet worden mit, haben Sie Corona-Beschwerden? Ich so, nein, okay, machen Sie mal Mund auf. So im Sinne von. Dementsprechend, ich habe keine Ahnung, ob meine Hausärztin pro oder contra all diesem ganzen Schwurbler-Zoff ist. Ja, es gibt leider genug Ärzte, die dann eben auf der Schwurbler-Seite sind, was ja übel, oder? Echt irritierend ist. Ja, ich meine, na gut, ja, es gibt Wissenschaftler, die halt, ich sag mal, andere alternative Fakten haben, ja. Das ist Wissenschaft. Ich meine, es gibt kein richtig und kein falsch so richtig, wenn du irgendwie deine Meinung wissenschaftlich belegen kannst, ja. Allerdings kann man natürlich auch sich das ist doch schon die große Krux. Ja. Als Wissenschaftler solltest du nicht von Meinungen sprechen. Nee, es ist ja keine Meinung. Es ist ja auch so, dass, habe ich mal irgendwo gesehen, die Wissenschaft macht keine Politik. Richtig, irgendwie so, richtig. Ja? Das wäre so das Riesenproblem. Das war ja das große Problem, warum sich, weil die Bild das ja politisch betrachtet hat und gesagt hat, von wegen, warum wechselt denn der Wissenschaftler alle 2 Wochen seine Meinung? Weil er richtig. Alle 2 Wochen neue Tests gemacht hat und neue Ergebnisse hat. Richtig, das ist es halt, ne? Und ich sag mal so, wenn man dumm ist, dann versteht man es halt nicht. Ja? Aber es könnte aber alles vorbei sein. Wir haben beide eine akademische Ausbildung. Ich glaube, uns ist bekannt, wie Wissenschaft funktioniert. Du bist Master, ich bin Bachelor und seit neuestem Stand bin ich aber offiziell, seit ein paar Jahren ist der Bachelor jetzt der unterste akademische Rang. Deswegen, ja, wir sind beides Akademiker. Ja, deswegen. Ja, wir können angeben, aber sonst nichts. Das heißt, wir können uns bei Elitepartner anmelden. Oh, wir können uns bei Elitepartner anmelden. Also, wenn wir es nötig hätten. Aber beim Thema Impfung, würdest du dir alles impfen lassen? Also ist dir egal, was du reinkriegst? Ich habe ein bisschen mit diesem Gedanken gespielt die letzten Tage. Ich habe ein bisschen aufgehört zuzuhören. Also ich habe mich so ein bisschen so in Kokon versteckt die letzten Wochen, weißt du? Ich habe sehr viel in der Wohnung gesessen. Ich habe so einen ziemlichen depressiven Wohnungskoller gehabt. Hat man bestimmt auch gesehen, mein Gesichtsausdruck bei Lampelusa spricht Bände, jedes Mal, wenn ich nicht konzentriert war. Aber der ist jetzt langsam vorbei. Und ich hab mich so ein bisschen versteckt. Ich habe ehrlich gesagt, ich hab alle 6 Staffeln Lost geguckt auch. Ich habe mein Alltag. Zum ersten Mal oder war das einfach nochmal so? Zweites, zum dritten Mal. Aber ich habe die ersten 2 Mal habe ich die letzten 2 Staffeln vergessen. Und ich weiß auch wieder warum. Da können wir gleich drüber reden. Aber auf jeden Fall, habe ich mich so ein bisschen von der Außenwelt versteckt. Bis auf Podcast und Lampelusa war ich eigentlich überhaupt nicht da. Deswegen tut mir leid, lieber Dirk, aber ich bin jetzt wieder öfter beim Ballern. Ne? Der weiß schon, was ich meine. Auf jeden immer Fall. Ballern. Immer ballern. Genau. Ich habe nicht mal Valorant gezockt. Also ich war wirklich versteckt. Dementsprechend habe ich mich so ein bisschen, ist mein gefährliches Halbwissen noch gefährlicher geworden. Ich glaube immer noch, dass AstraZeneca das große skeptische Zeug ist. Jetzt gibt es ja noch Johnson & Johnson, die Einmalimpfung. Ja. Wo ich ja aber, das Problem ist mit Johnson & Johnson. Ne? Ich kenne Johnson & Johnson kenne ich aus 2 Gründen. Zum einen gab es Johnson & Johnson immer in Polen, wenn ich bei meinen Verwandten war. Weil Polen und Amerika sind ja sowieso immer schon dicke gewesen. Das ist immer so ein komisches Shampoo. Das fand ich immer ganz seltsam. Deswegen, das ist halt so ein Nivea-Konzern, ne? Die machen irgendwie alles. Ja, dann hast du ja diesen amerikanischen Gedanken dahinter. Auch noch ein so amerikanischer Großkonzern und so weiter, wo bei mir schon so ein bisschen die Alarmglocken läuten. Und zum anderen muss ich bei Johnson & Johnson immer an dieses Bit von Family Guy denken. So, wir schreiben ohne Tränen drauf, aber sie werden trotzdem heulen. Boah. Und das ist irgendwie hat Family Guy es geschafft, dass das für mich das Image von Johnson & Johnson ist, dementsprechend. Nee, aber sonst halte ich das so ein bisschen, also ich habe kein Problem damit, spät geimpft zu werden, weißt du, klar, ich würde jetzt unglaublich gerne ins Jamesons zurückgehen, weil da ist jetzt auch wieder Karaoke und wenn da alle drin sind, die geimpft sind,
könnte ich eigentlich verstehen, dass das ganz cool wäre. Mhm. Aber ich gehe da nicht vorher rein. Also ich gehe da auf jeden Fall nicht vorher rein. Und dementsprechend, also da kitzelt es ein bisschen bezüglich der Impfung. Und zum anderen ist, ja, ich sehe es so ein bisschen wie mit der PlayStation. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Ich habe mir damals die PS3 gekauft, die erste Version. Ja. Nee, die zweite Version war es leider. Also die Version kam relativ schnell hintereinander raus. Aber Version 1 bis 3 waren, glaube ich, alle scheiße. Also ich hatte diesen fetten Klops, der langsam war und so weiter. Die Version davor konnte, glaube ich, eine Version davor konnte auch noch die PS2-Spiele lesen. Die hatte ich dann nicht, leider. Es gab irgendwas gab es da, glaube ich, mit Doppellaser auf jeden Fall. Auf jeden Fall war die scheiße. Die war richtig scheiße. Und gefühlt 2 Monate später kam halt die Slim raus oder sonst was und richtig gut und alles war besser. Und da habe ich mir vorgenommen, ich kaufe nie wieder die erste Version. Das hat sich so gehalten. Ich habe mir erst die PS4 Pro irgendwie 2 Jahre, nachdem sie draußen war, geholt. Die macht keine Probleme. Also jeglicher, also irgendwer von, wenn irgendwer damals von Game 2 oder sonst was auf Twitter gepostet hat, von wegen so, boah, wie scheiße laut die ist und so weiter. Meine ist so leise. Einfach deswegen, weil ich glaube einfach, ich habe so eine richtig schöne Nachbauversion, weißt du? So alles, so, wo die ganzen Leute am Fließband so ein bisschen entspannter waren, weil da weniger Druck war. Und so sehe ich es halt auch mit der Impfung, weißt du? Wenn der ganze Impfdruck weg ist, dann kannst du dir halt das gute Zeug geben lassen, weißt du? So ein bisschen. Das ist genauso, das ist mein bester Tipp für alle, die eine Nvidia-Grafikkarte haben, ne? Wenn ihr irgendwo aufpoppen lasst, von wegen, neue Grafiktreiber sind verfügbar. Einfach mal 2 Tage warten. Es ist so oft passiert, dass 2 Tage später schon wieder ein Nvidia-Update kam und das dann wiederum die Fehler aus dem letzten Update behoben hat. Ja. Ich finde es noch immer schön, dass du jetzt 6 Minuten geredet hast und meine Frage nicht richtig beantwortet wurde. Würdest du dir alles impfen lassen? Das ist ein Podcast, ne? Also dementsprechend ist ja meine Antwort ist ja impliziert. Keine Ahnung. Alles klar. Keine Ahnung. Also gefährliches Halbwissen. Ganz ja. Klar. Ne, ich habe halt, ich frage deswegen, weil ich halt selber auch hin und her gerissen bin. Ja? Ich stehe auf diversen Wartelisten von Ärzten, ja, die aber vorzugsweise AstraZeneca verimpfen. Ja? Ich habe noch kein Angebot darauf bekommen. Dann habe ich jetzt aber in den letzten Tagen immer wieder mal Angebote bekommen, wo es dann hieß, hey, pass auf, dieser Arzt da, der hat noch so viel Johnson & Johnson da rumliegen. Da hast du einen Anruf, hast du einen Abend eine Spritze im Arm. Ja, aber da bist du doch instant geimpft, dachte ich. Was? Johnson & Johnson ist doch nur eine Einmalimpfung. Ja, aber ich aber amerikanisch halt, ne? Und ich glaube, die hat ein generelles Imageproblem. Hört sich vielleicht dumm an, aber warum, also ich meine, jetzt komme ich aus meinem Elfenbeinturm hier und lalala. Nee, ja? Wir haben ja keine Meinung dazu. Wir hinterfragen das nur, weil wir das ja als aufsaugen. Genau diese schlechten Images. Wenn du jetzt gerade mal guckst, ne, diese ganzen standortbezogenen Impfungen, die sie hier in Köln machen, ja, gerade in den Problemgebieten, Pfingst, Mülheim, Gorweiler, Mengenich, ja, Vogelsang. Das ist immer Johnson & Johnson. Weil Weidenpech leider nicht. Weidenpech, ganz großes Problemgebiet. Es ist trotzdem immer Johnson & Johnson. Und irgendwie ist das dann auch so ein bisschen imagelastig. Ja? Und wenn du irgendwie die Chance hast, was du schon sagst, das nur irgendwie, ich würde es nur irgendwie mit dem Autokauf vergleichen. Wenn ich brauche das Auto jetzt gerade noch nicht unbedingt. Es ist aber klar, dass ich eins brauchen werde im Laufe der Zeit. Ja? So, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, mir einen Trabi zu kaufen, oder aber weiß, okay, pass auf, in 3 Monaten kriege ich garantiert Porsche 911 Carrera. Was würdest du machen? Du würdest wahrscheinlich warten auf den Porsche. Ich glaube, einen fabrikneuen Trabi könnte ich in 9 Monaten für 2 Porsche Carrera verkaufen, oder? Ja, vielleicht. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, du musst das anders. Du musst das anders machen. Es ist eher so, nehme ich ein Daihatsu oder nehme ich ein VW? Gibt's Daihatsu überhaupt noch? Okay, das hat auch keinen schlechten Ruf. Naja, auf jeden Fall, ich bin mal gespannt. Ich finde es halt gerade auch ein bisschen affig. Ich schließe mich dem kompletten Twitter-Pöbel an, der jetzt Spahns Rücktritt fordert, ganz ehrlich. Ja, du. Ich finde es, diese Nummer zu sagen, es gäbe keine Impfbereitschaft in Deutschland bei 60%, die noch keine Erstimpfung haben, ja. Aber ich kriege einfach keine Erstimpfung, ja. Ich wäre der Erste, der da in der Reihe steht, wenn ich jetzt endlich mal eine anständige Erstimpfung, die organisiert ist. Ich glaube, das kommt noch viel mehr darum, dass ich eine organisierte Impfung bekomme und nicht irgendwie bei einem Arzt irgendwo anrufen muss, weil ich weiß, da hat noch eine Spritze da rumliegen. Das ist auch irgendwie so ein, weiß ich nicht, das ist so ein scheiß Gefühl, ja.
Weil gerade da willst du ja auch irgendwie Leuten haben, denen du vertraust. Und da vertraue ich eher meinem eigenen Arzt, ja, da wo ich wegen meinen Wehwehchen hingehe. Oder aber dem Impfzentrum, weil die einfach den ganzen Tag nichts anderes machen, ja. Und ja, ich. Ich bin so ein irregulärer Arztbesucher. Ja. Also ich hab ein Grundvertrauen in meine Ärztin. Die ist freundlich, die ist zuvorkommend, die wirkt kompetent, aber ich war halt in den letzten 2 Jahren 2-mal bei ihr. Also was kann ich da groß für eine Meinung haben über ihre Kompetenz eigentlich? Weißt du, ich gehe sehr häufig zum wirkt. Arzt. Ja, siehst du? Das wahrscheinlich, ist wahrscheinlich morgen auch schon wieder, weil mir tut mein Daumen weh. Ich glaube, ich habe eine Sehenscheidenentzündung. Bist du ein Hypochonder? Nee, ich bin kein Hypochonder. Es tut einfach weh. Warum soll ich, wenn es weh tut, stimmt doch was nicht. Ja? Und es ich kann nicht auch, sagen, was da kann ja auch im Kopf sein, ne? Nee, es ist ja, pass auf, ich hatte vorgestern, wahrscheinlich liegt es daran, dass mir nicht aufgefallen, dass ich viel am Handy sitze. Weil, ne, du hast ich sitze hier halt so. Dann, ich habe einen Handydaumen. Der tut hier und was nämlich noch dazu kommt irgendwie, ist das Problem, dass mir mein Ellbogen hier weh tut, ja, da, also quasi drin, sobald ich den nach innen belaste, also nicht strecke. Für alle, die sich jetzt gerade fragen, ist es ein rechter Ellbogen? Also nein, es ist nicht der Ellbogen, den Sebi letztlich in seinem Auto raushängen lässt, wenn er DJ Bobo hört. Genau. Weil das kann ja, auch, also Kapselschmerz im Ellbogen kann ja auch durchs Ellbogen raushalten kommen. Ja. Aber erzähl mal weiter, weil vielleicht kannst du den Arztbesuch auch sparen, dann kriegst du nämlich übermorgen am Freitag direkt eine Nachricht vom Steffen. Das ist der Grund, deswegen mache ich das doch alles. Also Steffen, hör jetzt mal genau zu. Sebi, erklär nochmal bitte. Also ich habe Schmerzen quasi so im Daumengelenk, ja, und das fühlt sich an, als ob da jemand draufdrückt die ganze Zeit. Das geht hier unten so in den Daumenballen da so rein, ja. Sebi beschreibt so ungefähr den Part des Daumenballens unten, der so ein bisschen wie der menschliche Chicken Wing ist. Genau, richtig. Da, wo das Fleisch dran ist. Das, ja. Was man abnagen würde. Ja. Auf wie viele Leute jetzt gerade überlegen, da reinzubeißen, ne? Tja, ja. Muss man halt mal gucken, was man draus macht. Ja, aber ansonsten, Arztbesuche sind, also ich scheue mich nicht vor dem Arzt. Ja? Ich hatte auch letztens einen Hautausschlag und bin einfach zum Hautarzt gegangen, weil ich dachte, ja, könnte ja Krebs sein. Bin ich mal hingegangen, war kein Krebs. Aber trotzdem dachte ich mir, ja, besser bin ich mal hingegangen. Klar, warum nicht? Also gewisse Vorsicht ist da, warum kann man machen. Ich habe höchstens Altersbeschwerden, hätte ich gesagt. Weißt du? Ja, das kommt auch noch dazu. Also das ist alles. Ich hab weder irgendwie einen großartigen Ausschlag, noch habe ich irgendwie groß Gelenkschmerzen oder sonst was. Ich habe ein bisschen Rückenschmerzen davon, dass ich ein bisschen zu viel wiege und meine Matratze gerade zu weich ist, weißt du, oder weil ich ziemlich, ziemlich platt penne. Aber ansonsten, ich weiß ganz genau, dass nur mein Schlafmangel zu meinen aktuellen Problematiken führt, weißt du? Dann schlafen wir mehr. Ja, ich muss einfach nur mehr schlafen, aber dafür bin ich einfach, ich schlafe zu spät ein und stehe zu spät auf. Also geh einfach mal, mach einfach mal 10 Uhr, machst du alles aus, legst du dich hin. Das ziehst du mal eine Woche durch. Danach geht's dir top. Danach kannst du auch wieder regelmäßig mal ein bisschen was länger wach bleiben, ja. Aber einfach mal eine Woche sagen, ja, so 10 Uhr, ich mach alles aus, leg mich hin. Dann starrst du von mir aus die ersten beiden Nächte noch die Decke an bis 2 Uhr morgens, ja, aber du machst nichts, kein Handy, gar nichts. Hast du vollkommen recht, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist nur der innere Schweinehund, weißt du? Ja, das ist der innere Schweinehund, der das einfach beflügelt. Mein Wecker klingelt immer relativ früh, ja, und ich nehme auch immer relativ früh, also ich nehme immer vor, relativ früh aufzustehen, ja, in der letzten Zeit klingelte mein Wecker immer um 5:45, mit dem Ziel, um 6:30 so aus dem Bett zu kommen, ja. Wurde nichts draus, ich bin jeden Tag erst 7 aus dem Bett gekommen. Ist im Homeoffice halb so wild, da gehst du duschen, setzt dich hier hin, alles cool. Ja? Aber trotzdem, ich habe vor allem immer das Gefühl, ich wach auf und denke mir, geil, 5:45, ich bin wach. Und im nächsten Moment ist es 7 Uhr. Verstehst du? Kenne ich nur zu gut. Ich habe meine Dailies immer um 9 Uhr. Dementsprechend muss ich spätestens um 9 Uhr am Rechner sein. Ich stelle meine Wecker aktuell so, dass ich um 8 aufstehe. Und dann bin ich inklusive Duschen und so weiter, bin ich dann 7:45 bin ich dann eigentlich ganz am Rechner. Ganz ekelhaft ist es, wenn man träumt, dass man aufgestanden ist. Das hatte ich heute Morgen. Oh, das war so scheiße. Weil der Wecker hat geklingelt. Ja, heute Morgen wieder früh, heute Morgen um 5:30. Ja, aber das hat geklingelt und da war ich wach. Ja, so. Ja, und dann war ich halt schon duschen, habe ich mit dem Hund fertig gemacht und so weiter und bin mit dem Hund draußen gewesen, schon alles blalala. Also kompletter Morgen, komplett durchgeplant. Ja, ja, und dann klingelt mein Wecker nochmal und dann merke ich, fuck, du schläfst noch. Oh, wie deprimierend ist das denn, ey? Das ist so deprimierend. Warum gibt es kein effizientes Schlafwandeln, ne? Effizientes Schlafwandeln einfach. Hätte ich auch kein Problem mit, wenn ich schlafwandeln würde. Ich muss sagen, am Wochenende hatte ich das Gefühl, ich wäre schlafgewandelt. Wochenende oder gestern. Ich hatte kurz das Gefühl, ich wäre schlafgewandelt. Ich bin an der Haustür vorbeigegangen und habe mir gedacht, an der Wohnungstür, guck diese Wohnungstür an und in dem Moment denke ich so,
Wolltest du heute Nacht durch die Tür raus? Und ich schließe abends ab. Also ich schließe tatsächlich ab. Und deswegen, das tue ich einfach deswegen, weil mein Nachbar gerne mal nachts durch den Flur geht und ich glaube, der hat so ein bisschen was mit der Achillessehne. Der stampft nämlich ziemlich. Das hört man auch im Flur. Also ich glaube, der tritt immer mit dem ganzen Fuß, eine ganze Fußsohle auf. Das Problem ist, wenn er dann so durch den Flur geht, gerne mal nachts, dann hört das, dann klingt das wirklich eins zu eins, als würde jemand durch meinen Flur gehen. Mhm. Und da ist einfach ein Schloss, das zu ist, ist einfach, das gibt einfach innere Ruhe, weißt du, und dann achtet man nicht mehr auf die Sounds. Das ist halt ganz gut. Naja, auf jeden Fall bin ich da vorbeigegangen und habe getestet, ja, die Tür war noch zu. Also dementsprechend weiß ich war nicht draußen. Ich habe mal gehört, dass das Schlafwandeln, es gibt so gewisse Sachen, die kannst du nicht so gut beim Schlafwandeln, weißt du, das ist zum einen ist das Schlösser öffnen, das ist genauso wie, dass du im Traum wohl nicht zählen kannst. Du kannst im Traum nicht zählen. Okay, gibt es eine Theorie, warum? Nee, aber ich habe mich ja mal mit luziden Träumen auseinandergesetzt, weil ich ja einmal schon in meinem Leben luzid träumen durfte. Und Träume. Luzide Träume, ja. Mhm. Ja, da träumt man von Luzi Diakowska. Also dann träumt man, dann ist sie, weißt du? Und dann muss man das ist so ein Martyrium, man muss so eine ganze New Angels Phase nochmal durchleben, weißt du? Und dann bist du bei Mars Singer und alle hören dich raus. Und so weiter. Ganz, ganz schlimm. Nee, auf jeden Fall, gibt es da so Tricks, für, wie man sich das luzide Träumen aneignen kann? Allerdings bin ich nicht beständig, was das angeht. Es gibt so Ticks, die du dir angewöhnen musst. Du kannst zum Beispiel, also wie gesagt, du kannst im Traum wohl nicht richtig zählen, wenn du aber dir Alltagsbewegungen aneignest, also so Muscle Memory oder überhaupt Memory ist es eher. Sagen wir, du gehst, also das Beispiel, was mir erklärt wurde, ist, jedes Mal, wenn du durch einen Türrahmen gehst, zählst du bis 10 im Kopf. Mhm. Also, aber da musst du dir halt erstmal angewöhnen. Ist aber auch so ein bisschen Sheldon-esque. Ja, ja, hat schon ein bisschen was, aber nee, du musst dir einfach zu so einer, zu etwas, was du standardmäßig machst, musst du dir so einen Automatismus angewöhnen, dass du irgendwie hochzählst bis 10, ich glaube bis 5 Minimum oder so. Das kannst du aber im Traum nicht. Und im Traum wirst du dann, wenn du im Traum durch einen Türrahmen gehst oder so, dann erwischst du dich dabei, dass du nicht gezählt hast. Und dadurch, dass du dich erwischt, fällt dir dann auf, dass du träumst. Und dann fängt der Traum an, also luzide zu werden, sodass du nämlich anfangen kannst, den selber zu gestalten. Mhm. Ob das jetzt irgendwie die eigentliche REM-Phase dadurch stört oder so, das weiß ich nicht. Aber man kann halt jeden Scheiß träumen, den man will. Ne? REM. REM. Ja. REM. Ja. Das dazu. Was war das eigentliche Thema, das wir hatten nachher? No Angels. Hast du am Wochenende die Reunion von denen gesehen? Nein! Ich habe es nur zufällig gesehen. Ich habe es bei Twitter mitbekommen, dass sie wieder da sind. Ich wusste gar nichts. Ja, bei Spotify dann, irgendwas gesehen gehabt vor. Ja, die haben ein neues Album rausgebracht, wo irgendwie neue Lieder drauf sind und alte auch noch. Aber die sind nur noch zu viert, ne? Ja, das ist mir dann. Ich habe die halt dann tanzen sehen und dachte mir, ja, erstmal gut gehalten. Sehen alle aus wie vor 30 Jahren. Ja. Aber die war noch mal zu fünft. Ja, die fünfte lebt in den USA und ist Wissenschaftlerin geworden. Was? Die hat mega hardcore irgendwas gemacht. Boah, das habe ich da irgendwo. Echt? In einem Podcast gehört. Warte mal. No Was für ein Angels. Podcast? Bestimmt. Vanessa. Bestimmt gemischtes Hack. Vanessa. Oder so. Vanessa, no genau. Angels. Vanessa Petro. Tritt seit 2014 nicht mehr in der Öffentlichkeit auf und arbeitet nach abgeschlossenem Psychologiestudium seit 2015 als Wissenschaftlerin. Aha. So, akademische Laufbahn. Petro schloss zunächst ein Fernstudium der Psychologie mit einem Bachelor of Science an der Fernuni Hagen ab und arbeitet nebenbei als Hilfskraft am Max-Planck-Institut. Dann hat sie in Dresden ihren Master gemacht. Dann wurde sie Doktorandin im Universitätsklinikum Dresden. Kognitive Neurophysiologie. Ist schon mal. Dann hat sie 2018 eine Promotion mit Dr. Rerum Naturalium gemacht. Magna cum laude, ne? Muss man auch mal sagen. Also dann muss und ich jetzt, sagen. Und seit 2020 ist sie als Postdoc an der University of Southern California in L.A. tätig. Also Respekt, weil Alter, dann habe ich vollstes Verständnis, dass sie nicht mehr mitmacht. Weil ich dachte schon, also was muss es für Gründe geben, weil der Normalfall ist das ja. Ist die Frage, ist sie in den USA gegangen, weil sie hier trotzdem immer noch damit irgendwie konfrontiert wurde oder so? Vielleicht. Es gibt einfach auch Menschen, die sich auch einfach ihren Erfolg so ein bisschen geholt haben. Kommt sie ins Labor und alle anderen I wanna be daylight in your eyes. Also Respekt, ganz ehrlich, habe ich echt Respekt vor, weil, sind wir mal ehrlich, der Normalfall von so einem 90er-Jahre Pop-Sensation sagen wir, wie es ist. Das natürlich ja nicht. Ja, stimmt. Es gibt auch andere Fälle, wo man am Kölner Zoo kassiert hat.
am Kölner zu kassiert hat. War da mal ein Strich oder war da mal Drogen oder ich was, weiß nein, nicht. Nein, nein. Eine von den Tic-Tac-Toe-Mädels hat doch nach Tic-Tac-Toe-Karriere danach als Kassiererin am Kölner Zoo gearbeitet. Echt? Ja, für alle Nicht-Kölner, der Kölner Zoo ist nicht dasselbe wie Bahnhof Zoo in Berlin. Wir reden wirklich von einem Zoo. Wir haben einen richtigen Zoo, ja. Ja, genau. Also wie der Berliner Zoo, den gibt's auch, ja. Also ja, weil, genau, aber am Kölner Zoo kann man halt Tiere gucken, nicht Menschen. Ja, ich habe in meiner Fernsehlaufbahn, das ist schon ewig her, das muss jetzt auch schon 10, 15 Jahre, naja, nicht ganz so viel, aber ich habe mal als Produktionshilfe bei einer Kinder-TV-Sendung geholfen, wo ich nebenbei Lichtdubel war für ein Kind und musste mich vor Jana Ino und Giovanni Zarelli hinknien und so tun, als ob ich ein Kind wäre, was gleich ein Lied singt. War ganz lustig. Ja. Hab dann aber die Aufgabe gehabt während der Produktion, dass ich an der Garderobe stand. An der Garderobe der Stars. Und ich habe keinen von denen erkannt. Neben mir stand aber eine Kollegin, die war die ganze Zeit total starstruck. So richtig so, oh mein Gott, weißt du, wer das ist? Weißt du, wer das ist? Und die hat mir alle möglichen Popstar-Bands aufgezählt. Und anscheinend habe ich jemanden von Monrose die Jacke gegeben. Aber nicht die geile. Die geile von Monrose. Okay, ich glaube, du meinst charakterlich wahrscheinlich, ne? Hier, die Senna. Natürlich. Die Senna. Die soll ja angeblich ganz cool, die soll ja ganz cool auf Instagram sein, habe ich gehört. Bestimmt. Ja. Ja, die habe ich jetzt gar nicht gedacht. Mir war nur noch die bekannt und das waren noch drei, ne? Das war die Mandy vom Özil. Mandy Caprista? Ja. Genau. Vom Özil oder vom Kedira? Nee, Kedira ist die Gerke. Boah, Alter, jetzt so viel zu tun. Jetzt kommt mein Dilemma. Ja, aber jetzt kommt der Glamour-Wissen. Ja. Gala-Part von Sebi. Nee, aber Özil war mit der Mandy zusammen. Aber dann gab es noch die Blitz-Illuflamp. Die Baha gab es noch. War Blitz-Illu nicht so ein Ost-Porno-Magazin? Weiß ich nicht. Kennt ihr das Schlüsselloch? Keine Ahnung. Damals. Im Skiurlaub haben wir uns die Wandertacke geholt. Ja, wir haben die meistens neben der Tanke an der Schule gefunden. Okay. So, Ja, nee, nichts von der Reunion. Aber es gibt wenig Stars, die sich wirklich da in irgendeiner Art und Weise wirklich so kontrolliert irgendwie es hinkriegen. Ich meine, also es ist immer noch so ein nicht recherchiertes Wissen meinerseits ist Lou Bega. Mhm. Was ich mal gehört habe, ist, dass Lou Bega wohl mit seinen zwei Songs ich weiß, dass der in Deutschland extrem erfolgreich war, aber der soll wohl das auch alles, also Mambo Number 5 und der Song fällt mir gerade gar nicht ein. Egal. Ja, kannst du drüber nachdenken. I got a girl. I got a girl. Genau, die hat er wohl so. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome. And even got la 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 la. Der soll die Dinger wohl so unglaublich gut vermarktet haben und irgendwie auch kalkuliert in unterschiedlichen Ländern rausgebracht haben, sodass das den größtmöglichen Erfolg gebracht hat. Und dadurch ist er wohl extrem reich geworden und er soll wohl mit dem Geld auch sehr gut umgegangen sein. Auf jeden Fall war der wirklich jahrzehntelang nicht mehr im Fernsehen zu sehen. Ich weiß aber, dass es vor ein paar Jahren anfing, dass er dann auch wieder bei RTL Chacho und so weiter irgendwie anzusprechen war. Wo ich gemerkt habe, oh shit, Lou Bega ist wieder, wird bei irgendwelchen Sachen gefragt. So zum ESC-Auftritt Deutschland 1982 oder so. Ja. Wo ich mir dann denke, so, oh shit, hat er jetzt auch keine Kohle mehr? Hat er den Nicolas Cage gemacht? Das ist dann immer so die Sorge. Also der hält so ein bisschen die Fahne oben. Und das gute Gegenbeispiel zum Thema vorher nichts und plötzlich berühmt durch smartes Handeln ist für mich immer noch, auch wenn ich ihn nicht allzu sehr mag, Steffen Hensler. Der Koch. Genau, weil der hat ja im Lotto gewonnen. Hat er und hat das? Sich von dem Lottogewinn nämlich die Sushi-Meister-Ausbildung bezahlt. Der hat wirklich in sich investiert und darauf halt sein mediales Imperium aufgebaut. Und das war ich würde ja eher smart. Sushi essen. Ja, ich. Für den ganzen Lottogewinn. Ja, aber, wo gehst du dreimal essen, ist er weg. Give a man a fish. Genau. Or teach him how to fish. Ja. An Oli P. muss ich noch denken, weil Oli P. ist auch so ein Phänomen, der damals halt schauspielermäßig da war und gesangstechnisch da war und ja, damals halt okay war. Ja, er war halt auch, er war erfolgreich hier in Deutschland, ja. Aber jetzt ist er ja durchaus als selbstständiger Unternehmer halt auch sehr, sehr da. Er ist immer noch das Oli P. Phänomen, ja.
Jeder kennt ihn, wenn er im Fernsehen auftritt, macht er das immer. Aber er hat zum Beispiel auch seinen, er hat so einen Barfladen hier mit seiner Frau zusammen in Köln, ja. Also so einen Hundebedarfsessenladen, ja. Mhm. Und nicht das Barf aus dem MCU, Leute. Ja, bestimmt. Aber ja, also, mir fallen wenige Leute an. Ich muss doch an so Leute denken wie, kannst du dir hier Luna. Luna, klar. Bailando. Bailando. Creepy DJ. Ja, DJ Sammy. DJ Sammy. Oh, wie creepy der Typ immer war. Der tritt auf jeden Fall heute noch immer auf. Ja? Oh, DJ Sammy sah damals für mich schon so aus wie so ein. Ah, nee. So, weißt du? So, will ich nicht sagen. Ja, ist zu gemein. Und die hatte ja, weil gerade kam ein neues Album raus und darum hat man ihr eine Liaison mit der Lofink angesagt. Ja, wo dann. Ich war unglaublich verknallt in den 90er Jahren in Luna. In Luna? Nee, war niemand Typ. Die hat so ein hässliches Gesicht. Jetzt mal ohne Scheiß. Also innerlich bestimmt Top-Werte, ja, aber nee. War voll mein Ding. Nee. Nee. Ja, ist ja Geschmackssache. Ja, Gott sei Dank. Ico della Luna. Ah ja. Mhm. Ico della Luna. Din, 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 din. Wenn ihr merkt, dass Sebi und ich nicht mehr synchron singen, das liegt daran, dass wir heute nicht über Discord uns unterhalten, sondern über Skype. Weil ja, und darum reden wir auch nicht mehr übereinander, weil jetzt können wir übereinander abwarten. Richtig. Ja. Und übrigens, sorry für die schlechte Qualität vom Sound letzte Woche. Irgendwie hat mein System wohl letzte Woche mal gestreikt und hat einfach mal, keine Ahnung, muss wahrscheinlich mit dem falschen Mikrofon oder so aufgenommen haben. Hat sich sehr danach angehört. Ja. Aber whatever. Das wäre aber das Mikrofon, das hier oben links neben meinem Ohr ist. Also dementsprechend, vielleicht war deswegen die Lautstärke noch gut genug, aber es war auf jeden Fall, am Anfang war es blechern und später hat es echt ordentlich verzogen. Naja, sorry Leute, sollte diesmal besser sein. Ja. Okay, ich habe drei Fragen für dich. Was sind die drei Fragen, die ich dir schon immer stellen wollte? Was sind die drei Fragen, die ich dir... Was sind die drei Fragen, die ich dir schon immer stellen wollte? Eigentlich will ich aber noch mal andere Themen gleich sprechen, ne? Ich habe auch noch ein Thema, über das können wir gleich reden. Okay, erste Frage. Ja. Wir haben gerade eben schon über Lotto gesprochen. Ja? Ja. Welche 6 Lottozahlen würdest du nehmen? Und warum? 4, 8, 15, 16, 23, 42. Nein, ist glaube ich, nach 1, 2, 3, 4, 5, 6 die behindertste Kombination an Zahlen, die du wählen kannst. Sind das die Lost-Zahlen? Ich habe Lost geguckt. Ich habe die letzten 2 Wochen, wie gesagt, alle 6 Staffeln Lost nochmal geschaut, was ein ziemlicher Marathon ist, muss man gestehen. Mhm. Und, man hätte Lost einfach nach der 3. Staffel hätte man einfach beenden müssen. Ja. Staffel 4 bis 6 sind einfach so scheiße. Ich sag's, wie es ist, ne? Sorry, Dirk. Und sonst was, aber also Lost 1 bis Staffel 1 bis 3, mega cool. Ja. Aber danach wird's einfach nur noch Crap. Also, ja. Boah. Also Aber Wookie. Ja. Welche 6 Lottozahlen würdest du nehmen? Ich hab doch schon 6 Zahlen genannt. Nein, ich würde auf jeden Fall versuchen, wenig Einstellige zu nehmen und und irgendwas zwischen 12 und irgendwas nach 12. Also du ziehst mehr darauf ab, den Jackpot auch alleine zu gewinnen. Meine Lottozahlen sollten so wenig unterschiedliche Geburtsdatüme haben, wie es geht. Spielst du Lotto? Ja. Ja? Ja. Richtiges hier, 6 aus 49 oder? Beides. Ah, Euro-Jackpot auch? Ja. Ah. Ich hab nicht gewonnen? Ich bin jetzt seit 2 Jahren, mache ich das digital. Ja. Und ich habe meinen Einsatz bisher vollständig zurückgekriegt. Oh, das ist gut. Ja, also ich laufe aktuell auf 0. Aber das Ding ist, ich habe wirklich einfach auf Generieren gedrückt. Ich hab wirklich einfach nur gesagt, klick, nimm die Zahlen, fertig ist. Kann ich verstehen. Ich habe auch eine Reihe jetzt beim Eurojackpot laufen jede Woche. Ja, männlich. Du willst die Chance auf ein Haus haben. Why not? Hör mal, das sind 2 Euro in der Woche, die ich da mal rausballern kann, ja? Und es müssen ja nur 2 Zahlen richtig sein beim Euro-Jackpot und schon kriege ich 5 Euro wieder. Ja? Das ist richtig. Du hast deinen Einsatz zurück tatsächlich. Ja, also ich keine Ahnung. Wenn es mal so kommt, ja, dann cool. Ja?
Aber sind wir mal ehrlich, also ich glaub, ich mir kein Haus hier in Köln leisten. Ich glaube tatsächlich ans Schicksal. Also dementsprechend bin ich auf jeden Fall auch glücksspielaffin. Und ja, wenn man sich das so runterbricht, von wegen so, ey, ganz ehrlich, 1,50 Euro die Woche investieren für die 1-millionste Möglichkeit, ich kann mir das leisten, wenn ich jetzt mir irgendwie Zahlen ausdecken würde und ich würde sehen, die werden gezogen und ich habe nicht mitgespielt, dann weiß ich auf jeden Fall, wie ich mich selber fertig machen würde. Das ist immer das Dämliche. Ich, mein Opa war damals passionierter Lottospieler. Wir sind jede Woche, oder ich weiß nicht, damals musstest du ja noch Scheine auswählen. Samstags immer zum Lottoschalter mit Mami. Und mit meinem Opa bin ich dann halt zum Lottoschalter gegangen, hab das da eingereicht, ja. So, und ich habe dann immer Scheine auch bekommen und durfte dann halt auch selber zu Hause was ankreuzen. Wurde nie eingereicht, ja. Aber mein Vater hat mir dann irgendwann mal gesagt, nee, mach das nicht. Stell dir mal vor, die werden gezogen. Du wirst deines Lebens nicht mehr glücklich. Und recht hat er. Ja, so sieht es nämlich aus. Meine Mutter macht das immer noch so süß. Die hat immer noch ein Kästchen, das sie auf als Tippgemeinschaft für meine Schwester und mich auch noch zusammen immer einsetzt. Und das macht sie seitdem ich denken kann, ehrlich gesagt. Wenn das Feld gewinnt, wird das durch drei geteilt. Moment, deine Mutter würde im Lotto gewinnen und euch das nicht geben? Die würde nicht teilen oder so? Nee, aber das würde einfach fest 33% für jeden. Einfach durch. Okay. Ja. Also wenn ich im Lotto gewinnen würde, meine Mutter und meine Schwester würden auf jeden Fall erstmal ordentlich davon profitieren. Ja, das ist klar. Wenn meine Mutter so im Lotto gewinnen würde, würde die mich auch auf jeden Fall finanziell noch unterstützen. Kriegst du vielleicht mal einen Eimer Farbe für die Wohnung oder so? Nö, ich mag weiß. Guck mal hinter dich. Ja, ist weiß. Ja, siehst du. Ja. Nervt mich tierisch, weil ich wurde heute auf der Arbeit gefragt, sag mal, sitzt du im Büro? Da dachte ich, nein. Naja, ja, Lotto, coole Sache, spielt Lotto, yay. Lampedusa, wir spielen einfach mal Lotto in Lampedusa. Ja, yeah, Lampedusa-Lotto, sehr gute Idee, sehr, sehr gute Idee. Wir spielen ich kann dir auf jeden Fall eins sagen, wenn ich Montag Lampedusa gewinnen würde, dann hast du, glaube ich, die besten Chancen, übernächstes Lampedusa zu gewinnen. Ja, komm, darüber reden wir nicht mehr, weil, das Thema ist durch. Du weißt, was nächsten Monat ansteht, ne? Oder diesen Monat, besser gesagt, schon, das ist ja schon Juni. Fußball-EM? Ja. Olympia? Fußball. Ja, habe ich, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, interessiert mich null. Ich habe auch die beiden Länderspiele von Deutschland jetzt gar nicht gesehen. Ich hab mir die Zusammenfassung angeguckt im Internet. Ja. Mehr habe ich auch nicht gemacht. Ich habe Eishockey-EM jetzt angeguckt. Deutschland ist grandios Vierter geworden, ja, und ist jetzt Nummer 5 der Welt. Und das ist schon eine gute Leistung, ja, im Eishockey Fünfter zu sein für Deutschland. Das ist cool. Ja. Ja, hast du da, glaube ich, nur die Klischees, oder? Kanada, USA, Russland. Ich glaube, Finnland ist noch davor. Finnland, ne? Oh, ja. Deswegen. Ist cool. Und dann kommt wahrscheinlich direkt Tschechien, sag ich. Ja, die sind auch da oben. Tschechien, Slowakei, Schweiz. Irgendwie sowas. Schweden ist noch irgendwie dabei. Ich bin auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt. Also, ich bin ganz froh, dass ich Kabelfernsehen habe. Ich gehe davon aus, dass es nicht getrackt wird, immer noch Kabelfernsehen. Ne? Kabelfernsehen wird, glaube ich, immer noch nicht getrackt. Was meinst du mit getrackt? Wir sind keine Nielsen-Familie. Also dadurch, dass ich über Kabel RTL gucke, weiß RTL nicht, dass ich RTL gucke, oder? Nein, natürlich nicht. Ist ja nur monodirektional, oder nicht? Weißt du, wie die Quoten in Deutschland gemessen werden? Ja, du bist so eine Nielsen-Familie eigentlich. Du hast so eine Art Receiver, wo du angeschlossen bist. Es gibt 1000 Familien in Deutschland, die so einen Receiver haben. Genau, die Nielsen-Familie heißt es doch, oder nicht? Genau, ja, also dementsprechend ich werde nichts digital gucken. Ich werde definitiv kein einziges Spiel digital gucken. Einfach deswegen, weil ich nicht Teil der Statistik sein möchte, zu der aktuellen Lage irgendwie beizusteuern, zu sagen, ja, hier, es gab Interesse. Also ich will die Nachfrage nicht steigern. Noch schlimmer mache ich es auf jeden Fall in Katar, da werde ich es einfach wirklich gar nicht gucken. Aber ich werde den Fernseher laufen lassen und mir angucken. Ich bin ganz interessiert, weil ich werde es einfach komplett trocken anschauen, weißt du, weil ich bin weder Deutschland-Fan aktuell noch irgendwie Patriot. Ich halte nicht viel von der aktuellen deutschen Mannschaft. Ich halte auch nicht mehr so viel von Yogi. Ich gucke mir das tatsächlich jetzt einfach mal fußballtechnisch an, einfach nur. Ja, ich gucke nur wegen... Ich habe meine 3-4 Favoriten. Ich gucke nur wegen Bier und der Kicktipp-Runde auf der Arbeit, aber ansonsten ist... Bei uns gibt es noch keine Kicktipp-Runde, ich bin gespannt. Die müsste auch mach mal direkt hier. Ja. Aber die Isle of Lamb Kicktipp-Runde. Ja, machen wir sofort gleich auf. Schreibe ich mal auf, mal öffne ich gleich. Oh ja, Mann, gegen Dirk im Fußball tippen. Er geht wieder auf Wikipedia und gewinnt deswegen.
Dirk. Werde ich gleich aufmachen. Wenn du recherchierst, Belgien war die letzten 12 Jahre Geheimfavorit. Das heißt ja, nichts. Ja. Nee, finde ich, keine Ahnung, will ich ein bisschen gucken. Aber dieses Jahr läuft die irgendwie im Öffentlich-Rechtlichen, also RTL. RTL überträgt auch noch einiges. Und Magenta TV überträgt alles. Also, und ein paar Sachen nur exklusiv. Was? Ja. Keine Deutschlandspiele. Die Deutschlandspiele laufen alle im Öffentlichen, also im ARD/ZDF. RTL überträgt halt auch ein paar Spiele. Ja, und Magenta TV halt. Das Coole an, also was heißt das Coole an Magenta TV ist, die Werbung, das ist alles. Fariyadim. Fariyadim und hier Frederik Lau. Das ist das einzig Coole an der Telekom allgemein. Ja, das einzig Gute, was die Telekom hinbekommen hat seit den 90er Jahren, ist die beiden für die Werbung zu bekommen. Mehr ich nicht. Die hatten doch mal Franz Beckenbauer und Boris Becker. Ist egal. Das war AOL. Auf jeden Fall, ich kenne Magenta TV ja wegen Eishockey. Die deutsche Eishockey-Liga läuft da. Ja. Aber wenn du zum Beispiel die Spiele in 4K gucken willst, ist das die einzige Möglichkeit, das zu gucken. Ja. Und das ist wieder eine ganz interessante Sache. Das einfach kann ich akzeptieren. TV-technisch halt da jetzt geht. Weil aber eine Meisterschaft sollte immer erreichbar sein für alle. Ja, aber da ist, glaube ich, nicht das Problem, dass da die Sender sind. Ich glaube, da ist vielmehr die UEFA das Problem, die das Ding halt scheiße vermarktet. Die sind schon das Problem. Guck dir die Bundesliga an, die ist nächstes Jahr wieder so verhackstückelt. Da laufen die kompletten Sonntagsspiele jetzt auf Datsen. Datsen. Und Datsen. Samstags. Datsen ist eine Automarke. und samstags, glaube ich, dann Sky. Freitags weiß ich gar nicht. Eurosport und Amazon, glaube ich, immer noch. Es ist komplett durcheinander. Sport 1 zeigt zweite Liga samstags 18:30 jetzt irgendwie. Wobei es heißt, zweite Liga wird wahrscheinlich spektakulärer nächstes Jahr. Ja, weil Schalke und Hamburg da unten sind. Ja. Hamburg und St. Pauli ist ja sowieso schon immer lustig, ne? Tja. Aber kann mir als Kölner egal sein. Wookie. Ja. Du bepflanzt deinen Balkon. Welche Pflanzen findet man? Ich habe den Tweet gesehen, Sebi. Ich habe den Tweet gesehen. gehen wir mal davon aus, dass ich einen Balkon habe. Ja. Auf meinem Balkon wächst auf jeden Fall Chili. Es wachsen Tomaten. Viele Tomaten. Also du bist mir der Bauer. Du baust mir wirklich an. Du versuchst, Nutzen aus deinen Pflanzen zu ziehen. Das sind die einzigen beiden Pflanzen mit Stauden, sag ich mal. Also mit Stämmen, so richtig. Mhm. Also Chili und Tomaten, und zwar die guten gelben Tomaten. Gelbe Tomaten, Leute, geil. Und dann wird der Rest natürlich für Gewürze und so weiter gebraucht. Unmengen an Basilikum. Es gibt Basilikum bei mir. Es gibt, ich weiß gar nicht, kann man Knoblauch so auf dem Balkon anpflanzen? Wenn ja, würde ich sofort machen. Mhm. Aber die drei wichtigsten Grünsorten werden angepflanzt. Und zwar das Basilikum, Schnittlauch und Rosmarin. Habe ich auch alles jetzt draußen. Ich bin auf die Frage gekommen, weil ich meinen Balkon bepflanzt habe die Woche. Ich weiß, ich habe es gesehen. Du hast erstaunlicherweise hast du zu Zettel und Stift gegriffen und hast kein Apple-Produkt benutzt, um das irgendwie zu gestalten. Ja, weil wir erstmal planen mussten halt, wie wir das denn hier machen. Ne? Wir haben die Kästen hier montiert, damit sie nicht runterfallen. Ich hätte trotzdem von 2021 Sebi erwartet, dass er das digital bastelt. Ja, das war so eine Schnellschussnummer beim Frühstück. Ich mach das immer noch genauso. Ich nehme den College-Block raus und ich fange zu zeichnen. Ja, ich habe ja auch noch kleine Zettelchen, so Schnipselchen gemacht. Ja. Dann halt die, weil es ging ja bei Kräutern gerade, ist es ja auch ganz elementar wichtig, welche Kräuter neben welchen Kräutern sitzen, weil manche Kräuter mobben andere Kräuter. Da muss man einfach aufpassen. Ja, keine Ahnung, welche das tun, aber ist so. Ich habe zum Beispiel jetzt Thymian, Salbei und Zitronenmelisse in einem Kübel. Drei Dinge, die ich nicht brauche. Ne? Nee. Sehr unspektakulär für mich. Ich habe noch drei Arten Minze hier. Ich habe so eine japanische Shiso-Pflanze. Und was habe ich denn noch? Ja, Basilikum. Du hast einen japanischen Shizu eingebuddelt? Ja. Okay. Super. Wächst voll schön. Die habe ich bei mir im Rahmenladen gekauft. Die gab es da. Und da haben wir die halt mitgenommen. Ja, und haben jetzt eingebuddelt. Sieht schön aus. Schöne rote Blätter. Riecht schön. Ne? Ich habe seit Jahren nicht mehr für Basilikum gezahlt. Ne? Ich nehme mich eigentlich immer mit. Ist ja als Gastgeschenk immer bei Vapiano zu mitnehmen gewesen. Deswegen. Ja, aber seitdem Vapiano pleite ist, habe ich kein Basilikum mehr gegessen. Ja. Ja. Keine Blumen oder so? Nee, keine Blumen. Ich bin tatsächlich kein großer Fan vom Geruch von Blumen. Also ich kann keine Blume, keine Blüte nennen, wo ich sage, den Geruch finde ich aber schön.
Blumen riechen für mich immer so ein bisschen nach warmer Luft, falls das irgendjemand nachvollziehen kann. Wenn ich nach Blumen rieche, ist immer so ein bisschen verstehe, so warmes Aroma, so wie warme, zu warme, unangenehme Sommerluft einatmen, weißt du? Mhm. Das ist nicht so eine nicht so ein kaltes Aroma. Mhm. Bin nicht so der Fan von. Rosenduft finde ich ganz, ganz schlimm. Rosenwasser ist auch etwas, was ich überhaupt nicht brauche. Nee, ich bin da eher der praktische Mensch, weißt du? Minze ist schon sehr geil. Minze, ich meine, wenn du Minze und Basilikum, gibt es was Geileres, als wenn du auf dem Balkon sitzt und alles riecht nach Minze, Basilikum, nach frischen Tomaten, weißt du? Das ist der Geruch, den ich brauche. Und Optik? Nö. Ich habe da noch einen Lavendel stehen. Der riecht auch schön. Ja, den kannst du ja natürlich schön in den Kleiderschrank reinstecken, ne? Wegen der Motten. Richtig. Und ja. Katzenminze. Katzenminze ist ganz lustig. Es ist einfach geil, wie Katzen auf Katzenminze abgehen. Das ist total lustig. Ich habe Schokominze, ich habe Caipirinha-Minze und ich habe Zitronenminze. Ja, ist ja alles drin. Ja. Du läufst da. Ich war im Dingers. Hier, Dingers ist der Pflanzenmarkt in Köln, ja. Da bin ich ja durchgegangen. Und Dingers, der Pflanzenmarkt. Und die haben einfach 30 verschiedene Arten Minze, ja. Und ja, keine Ahnung, wie viele Minzenblätter die da haben paaren lassen, damit da eben, ich meine, so entstehen ja Pflanzen, ja, da nimmst du eine Schokolade, eine Milchschokolade und eine Minze. Guck dir mal die Geschichte zum Brokkoli an. Abgefahren. Ist der Brokkoli, den wir kennen, der ist glaube ich aus 14 verschiedenen Pflanzen zusammengekreuzt worden. Ist da nicht Rosenkohl mit drin oder irgendwie so? Ja. Für den Rosenkohl kamen halt die runden Knospen dann und so weiter. Ist total abgefahrener Scheiß. Mag ich auf jeden Fall sehr Brokkoli. Großer Brokkoli-Fan. Ja. Also ich bin auf jeden Fall, also im Face-Off Brokkoli versus Blumenkohl bin ich Team Brokkoli. Ja, aha. Fuki. Ja. Du reist in die Vergangenheit und darfst deinen jüngeren Ich eine Sache spoilern, ohne die Zukunft zu verändern. Was sagst du ihm? Das heißt, ich darf Persönlichkeiten nutzen daraus ziehen? Also mein früheres Ich darf. Nein. Du darfst ihm alles sagen. Du darfst ihm alles erzählen und das Wissen, was er daraufhin hat, wird die Zukunft nicht verändern. Weil das ist ja die Gefahr, dass du zum Beispiel zu deinem jüngeren Ich keine Panik, dein Studium wird erfolgreich und du wirst einen guten Job haben, als Beispiel, ja? Das heißt, es könnte ja dann auch so laufen, dass du dann irgendwie Panik schiebst und dann dadurch, dass es... Ich kann dir eins sagen, wenn Wookie aus der Zukunft zu Wookie im Drittversuch, ja, reist und sagt, keine Panik, du bestehst das, ja, dann bestehe ich nicht. Ja, genau das ist es ja, aber du würdest das... Aber dürfte ich meinem früheren Ich die Lottozahlen nennen? Ja, theoretisch, ja. Weil dann würde ich, also das, der Witz, der ja, also es gibt ja drei Generationen. Im Grunde genommen, was Zeitreisen angeht und reich werden durch Zeitreisen, gibt es, glaube ich, drei Generationen. Die erste Generation ist Ulala, der Sporteimer nach Sportwetten, ne? Ja. Schön wie in Zurück in die Zukunft. Zweite Generation ist Apple-Aktien kaufen. Mhm. Und die dritte Generation, das ist dann unsere Generation, die sagt dann ganz klar von wegen, ey, Bitcoins. Also wahrscheinlich würde ich meinem jüngeren Ich tatsächlich sagen, du pass mal auf, du wirst halb betrunken in Gummersbach an einem Freitagabend da sitzen in einer WG von Freunden und der liebe Fensky wird auf dich zukommen und dir Bitcoins erklären wollen. Hör hin. Ich würde sagen, kauf welche, weil die kosten damals 7 Euro pro Bitcoin. Ja, kaufen und damals, gerade zu Beginn konntest du dir auch problemlos meinen. Ja. Ist doch so, glaube ich so, oder? Die werden doch, jeder gemeinte Bitcoin verlängert das Mining des nächsten Bitcoins. Ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert. Das ist wie zu Beginn konntest du die ersten Bitcoins problemlos irgendwie mit dem Rechner meinen oder mit der PlayStation oder sonst was und daraufhin machen und dann natürlich schnell verkaufen. Ich hätte mir auf jeden Fall nochmal nachgeschlagen. Also hätte ich noch Zeit, mich vorzubereiten, bevor ich in die Zeit zurückreise. Nein. Scheiße, weil es gab ja diesen einen krassen Bitcoin-Vorfall, wo irgendwie 85 Milliarden oder so Bitcoins im Wert, oder 85 Millionen oder, nee, 850 Millionen. Bitcoins im Wert von 850 Millionen sind einfach verloren gegangen, weil irgend so eine Bitcoin-Bank in den USA oder irgendwelche Bitcoin-Jungs da Mist gebaut haben. Die haben das, die haben wohl wirklich so ein Wallet verloren und so. Format 10. Geht mal auf Simplicissimus auf den Kanal. Da gibt's die Story dazu. Das ist total heftig. Und schert sich keiner drum. Das ist ja halt digitale Währung, ne? Mhm.
Und dann, sobald es heißt, mit Bitcoins kann man Immobilien kaufen, das ging, glaube ich, auch nur ganz kurz. Kann man, glaube ich, auch gerade aktuell nicht, oder? Ich glaube, du kannst ja einen Tesla damit. Nee, du kannst ja einen Tesla mit Dogecoin kaufen. Nee, kannst du nicht. Nicht mehr? Hat ja Elon Musk hat ja gesagt, will er nicht mehr. Aber ging doch. Ja, aber der hat doch irgendwie so einen Tweet gemacht, dass er damit nicht mehr umgeht und hat damit irgendwie den Preis damit irgendwie gedroppt. Also Anonymous hat ihn, ich glaube, Anonymous hat ihm doch kurz, gerade jetzt vor kurzem, gerade richtig aktuell, hat Anonymous Elon Musk gedroht. Ja. Weil er damit nämlich Kursschwankungen verursacht hat. Nee, keine Ahnung. Ich auf jeden Fall den Zeitraum ausnutzen und Immobilien kaufen in der Zeit, in der du mit Bitcoins Immobilien kaufen kannst. Oh ja, Immobilien kauft am Anfang der 2000er Immobilien, weil die kannst du einfach 20 Jahre später nicht mehr kaufen. Ja, genau. Ja. Kauf Köln-Ehrenfeld. Du für den Preis, was du heute für eine Dreizimmerwohnung in Ehrenfeld bezahlst, hättest du ein komplettes fünfstöckiges Haus kaufen können. Ja, das ist einfach abgefahren. Ich würde ihm alle Antworten zu allen Pub-Quizzes geben. Ja. Top. Toll. Oh, Wookie ist wieder da. Ja. Nee, Quatsch, das will ich natürlich nicht machen, aber das würde ich auf jeden Fall tun. Und den Rest würde ich, glaube ich, ich würde jetzt nicht mein Leben spoilern. Weil sonst würde ich damit meine Zukunft verändern. Und zwar Charakter. Ja, aber das könntest du ja nicht. Meine Frage hat Unschärfe. Dann könntest du auch keine Lotto zahlen und sowas. Dann würde es ja auch nicht funktionieren. Ja, du würdest deine Zukunft nicht ändern. Punkt. Auch wenn du die Lottozahlen kennst. Was weiß ich. Doch. Ich weiß, wie ich das hinkriege. Du sagst, ich könnte meine Zukunft nicht ändern, aber ich gehe mal davon aus, du gehst vom Zeitparadoxon aus, weil die Person, die das meinem jüngeren Ich erzählt, dann nicht mehr existieren würde, richtig? Ja, natürlich. Ich könnte aber meinem jüngeren Ich sagen, kaufe Bitcoins und vergrab das Wallet. Und wenn ich dann fertig bin, mit meinem jüngeren Ich das zu erzählen, würde ich das dann erst ausgraben. Das heißt, ich würde meine Zukunft, erst meine nicht geschriebene Zukunft verändern. Dementsprechend ginge das. Haha. Ja. Ja. Danke. Vielleicht. Ja, Zeitreisen. Wunderbar. Zeitreisen, so ein schrecklicher Scheiß. Ja. War das schon drei Fragen? Das waren meine drei Fragen, ja. Schön. Dann lass uns doch direkt beim Thema Zeitreise bleiben, Sebi. Sebi, es ist Dienstag, der 8., oder? Ja. Ja, weißt du, was morgen ist? Der 9. Weißt du, was morgen rauskommt? Loki. Fast Loki, nicht Wookie. Ich habe Loki gesagt. Achso, ich habe Wookie verstanden. Ah. Na gut. Nee, ich bin schon da. Loki kommt morgen raus. Und Lost hat mir wirklich, wirklich Angst vor Loki gemacht. Warum? Naja, weil, also. Es ist, ich bin ja ein sehr großer MCU-Fan, ne? Kann man ja nicht sagen. Echt? Ja. Ich war auch ein bisschen, also ich hatte einen Zwicken im Bauch bei Endgame, als es dann plötzlich hieß Zeitreise. Weil Zeitreise ist ja immer irgendwie, also wenn der Film nicht von sich aus auf Zeitreise hinausgeht, ist das immer ein bisschen. Ja, aber es gibt einen Zeitstein, also muss es doch auch Zeitreise geben. Ja, einen Zeitstein kannst du ja auch im Grunde genommen regenerieren oder so. Ich fand es ganz cool, wie in Doctor Strange halt nur der Apfel. Nur der Alterungsprozess des Apfels verändert wurde, weißt du? Mhm. Also wenn du in der Lage bist, Zellregeneration zu verlangsamen oder zu verschnellern, weißt du? Das finde ich ganz interessant. Aber Zeitreise. Es gibt halt so viele schlechte Beispiele. Also Avengers Endgame war eine angenehme Zeitreise, weißt du? Mhm. War schon interessant, hat sicherlich seine Lücken und so weiter. Zurück in die Zukunft ist ja angeblich auch unlogisch und so weiter, aber Zurück in die Zukunft fand ich cool. Alles, was mich mit Zeitreisen aber eigentlich überrascht hat, war oft deprimierend. Bestes Beispiel, Lost. Da ging es um Zeitreise? In Lost gibt es Zeitreisen, ja. Siehst du und du hast es geguckt. Nein. Das ist schlimm. Nicht? Ich habe nie Lost. Ich habe die erste Staffel geguckt, kann mich daran erinnern, wie die Blonde im Bikini am Strand liegt. Mehr weiß ich aber nicht mehr. Oh Gott, Shannon. Ja. Ich habe auch meine Top 3 nervigsten Lost-Charaktere. Und ja gut, jetzt geht's mit Loki weiter, es ist ja alles Multiversum und so weiter, das öffnet alles, woran,
das Geile am SCU war ja zum einen erstmal, dass es alles so verwoben war und zum anderen, dass das alte Geschichten an den neuen Stand der Technologie auch so ein bisschen angepasst wurden. Weißt du, so Captain America wird nicht mehr in Fass voll Atommüll gesteckt und so weiter. Aber jetzt begeben wir uns so in Bereiche, wo es alles halt so theoretisch nur noch ist. Ja, es ist ja nur theoretische Physik, die da abspielt. Multiversen, Zeitreisen etc. Es war auch ein bisschen übertrieben, dass in Endgame Tony Stark innerhalb von einem Abend Zeitreisen erfunden hat, weißt du? Ja, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ich hab wirklich ein bisschen Angst, dass sie es mit Loki vielleicht verrennen könnten. Ich habe keine Ahnung. Wann spielt Loki? Das ist erstmal meine erste Frage. Loki spielt im, also soviel ich weiß, spielt Loki nach den Ereignissen von Avengers 1 auf Basis des kaputten Multiversums von Endgame. Ach so, weil Endgame was verfuscht hat? Genau, da hat er Avengers 1, was war denn da? Da war Loki der Böse, oder? Richtig, der hat das Tor in New York geöffnet. Der hat das Tor in New York geöffnet und war am Ende auf dem Stark Tower und wurde dann da von Tony und Hulk irgendwie überrascht. Irgendwie so. Genau. Ja. Und ja. Das, ach so, und dann das danach quasi seine Festnahme und so. Genau, und da ist er ja mit dem Stein abgehauen. Aber diese Zeit, also das, was wir da zeigen, ist dann quasi schon alterniert durch die Geschehnisse von Endgame. Genau. Und er wird dann halt von ich weiß gar nicht genau, wie heißen, es ist im Grunde genommen die Zeitpolizei. Aus Marvel mit Vorsitzender Owen Wilson. So ein bisschen wird auch hier so eine ganz komische Stimme sein, aber. Owen Wilson übrigens, der amerikanische Udo Lindenberg. Hat der nicht was mit Heath Ledger gehabt? Nee. Du meinst Mysterio. Schöne Grüße an Arbeitskollegen von meiner Frau raus, weil genau diese Momente, wo er dann denkt, Mann, sind das Nerds, kann ich vollkommen nachvollziehen. Jake Gyllenhaal, ja. Ja, liebe Grüße auch von mir. Aber auf jeden Fall geht es ja in der Serie darum, dass der dann so ein bisschen durch Multiversen reist und irgendwelche weil irgendwer mit der Zeit rumgespielt hat, immer wieder so abbrechende Multiversen-Stränge wieder korrigiert und so weiter, weißt du? Ja, und man erkennt das ja auch am Logo vom Loki, das Loki-Logo, das ändert sich ja auch die ganze Zeit. Und das soll ja darauf abspielen, dass halt eine Änderung irgendwie was dazu beflügelt hat, dass da irgendwie was geändert wurde. Ganz genau. Ja. Wie viele Folgen gibt's? Weiß ich nicht. Hab ich nicht nachgeschaut tatsächlich. Naja, ich werde es wieder am Stück gucken. Ich werde wieder abwarten. Das hat bei Captain Falcon auch schon geklappt und bei fand ich bei Wanda nicht so cool, muss ich sagen. Ich bin froh, dass ich werde es auch nicht aushalten. Also ich werde morgen früh die erste Folge gucken. Wenn ich das richtig gehört habe, kommen sogar die ersten zwei Folgen raus oder so. Ich weiß nicht, wie lange das sein wird. Ich weiß auch nicht, was die nächste Sendung danach ist. Ich gehe mal davon aus, dass es sehr kurz sein müsste und wahrscheinlich zum 9. Juli zu Ende ist. Okay. Ich kann mir vorstellen, am 9. Juli ist es wieder vorbei, weil am 9. Juli kommt endlich Black Widow raus, und auf die ich mich sehr freue. Und dementsprechend, ich glaube, irgendwie macht Disney das ja so, dass die das nicht zeitgleich laufen lassen wollen. Obwohl MODOK jetzt läuft. Weil ich krieg jetzt Ende der Woche meine PlayStation endlich und krieg Spider-Man dazu. Ja, sehr geiles Spiel, kann ich sehr empfehlen. Hab ich Platin. Ist Bundle halt, ne? Ich bin sehr gespannt. Sie kommt endlich. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung. Ich fand das Spiel herausragend gut. Ist das das gleiche wie auf der PlayStation? Es ist, du hast, glaube ich, das mit dem Add-on. Du hast ja wahrscheinlich Miles Morales. Ja. Ja, das gleiche? Ist nur ein Add-on drauf? Hast du das alte schon? Ja, das habe ich aber nie zu Ende gespielt, weil ich irgendwie langweilig fand. Das wird da weitergehen. Ach, du bist eine Pfeife. Ach, das wird weitergehen? Also noch hinten dran? Es geht dann weiter. Am Ende vom Originalteil wird Miles Morales vorgestellt als neuer Spider-Man. Ich habe eine halbe Stunde gezockt. Und dann möchte ich nochmal sagen, ich hatte recht, Sevi. Vor ein paar Wochen in der Folge habe ich gefragt, wozu zum Teufel willst du denn eine PlayStation 5? Wegen dem neuen Formel 1, was im Juli kommt. Ja, aber jetzt gerade brauchst du es anscheinend nicht, weil du Spider-Man.
Ja, dann bringen sie mir doch vorbei, dann zocke ich wenigstens noch Miles Morales durch bis zum Juli, bis es da ist. Versprochen. Nee, geht ja nicht. Ich muss ja noch andere Sachen machen. Ich würde das ja schon spielen, wenn es da ist, weil das ist das erste Spiel, was ich dann halt. Also ich fand den alten Teil, fand ich schon ziemlich, ziemlich gut. Den habe ich wirklich durchgesuchtet. Und auf deinem Fernseher wird das mega sein. Ja. Also ich weiß noch nicht, wie nah ich mich dran setze. durch New York mit den Fäden schießen und so weiter. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Ja, glaube ich auch. Ich bin aber sehr, 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 eigentlich freue ich mich sehr auf nächstes Jahr, weil ich habe am Wochenende noch ganz viele Trailer angeguckt und eigentlich das Spiel, worauf ich mich am meisten freue. Komm jetzt nicht mit Formel 1 2022. Nein, okay. Ja, darauf freue ich mich auch. Aber ich freue mich vor allem auf Harry Potter Hogwarts Legacy. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ein Open-World Harry Potter Spiel, Alter. Ja, aber da gibt's, da gab's auch schon wieder negative Meldungen zu. Ist und so egal, der Soundtrack ist geil. Ja, das stimmt natürlich. Also, John Williams, ne? Ist auch ja. John Williams. Das ist einfach, ich liebe es ja Genius. Mittlerweile, dass das Videospiel einfach geile Musik dazu auch noch haben. Ja. Call of Duty, unfassbar guter Soundtrack. Hans Zimmer meine ich sogar. Ja, das ist es halt. Da stecken Leute hinter. Hier, Harry Gregson Williams, Metal Gear Solid. Ja. Meine ich. Super Mario. Nobuo Uematsu, Final Fantasy. To Xenakant. Immer noch der schönste Klavierstück, das ich kenne. Mario Galaxy 2 hat einen so schönen Soundtrack. Ja. Es ist einfach eine so schöne Musik. Allein Zelda auch schon, die alten Zelda-Teile. Wie die viel alten, Musik man auch da auch das Neue. Das neue Zelda lebte ja sehr von Tristesse. Ja, aber selbst da passt dir die Musik sehr, sehr, sehr gut. Ne? Apropos Soundtrack, ich habe am Samstag, habe ich endlich mal, also aus reiner Fernsehfaulheit, habe ich endlich mal den neuen Ghost in the Shell geguckt. Mit Scarlett Johansson. Ja. Damals den Anime gesehen, fand ich nicht so gut, muss ich sagen. Hat sich sehr lang gezogen. Sehr viel Whitewashing, ja. Sehr viel Whitewashing in dem Film. Aber ich habe bis zum Ende, ich werde mir keine Meinung über den Film machen, wenn nicht der Original-Song, das Original-Theme dazu nicht kommt. Ist auch ein sehr geiles Stück. Also hör dir mal, du bist ja sowieso jemand, der viel, viel Soundtracks hört und so weiter. Hör dir mal das Stück zu Ghost in the Shell an. Das ist sehr geil. Das ist so sehr klassisch, asiatisch, japanisch. Ich schreibe es mir auf. Mit Chor und so weiter und so. Werde es mir anhören. Super geil. Genau. Featuring Ozzy Osbourne. Ein Thema habe ich noch, Wookie. Ich würde gerne noch meine. Du hast einen neuen PC gekauft, habe ich gehört. Nein, nein, nein. Ich bin am Überlegen, aber darüber wollte ich gar nicht reden. Das ist eigentlich so ein Notfallthema. Ich brauche einen neuen PC, aber ich habe keine Ahnung. Aber ich will mich auch nicht. Ich habe mich gefragt. Reden wir nächste Woche. Also bei mir, okay, weil ich wollte noch ganz schnell sagen, bei mir steht das nämlich schon lange still, weil. Also ich bin immer noch auf dem Stand von wegen, nee, bringt nichts, weil du kriegst keine Grafikkarte. Ja, mein Rechner ist halt 7 Jahre alt mittlerweile auch. Ja, meiner auch. Ja, aber bei mir merkt man das halt. Ja. Whatever. Anderes Thema. Ich möchte gerne noch eine Idee bei dir pitchen. Über die habe ich schon diese Woche getwittert, aber trotzdem ist sie, glaube ich, redenswert. Und zwar haben wir ja hier in Großstädten wie Köln mittlerweile diese Online-Liefersupermärkte. So Lieferando für den Supermarkt. So Gorillas, Flink, wie sie alle heißen. Ja, ja, beide ausprobiert. Was sagst du? Du und ich, wir beide sollten uns fern davon halten. Warum? Weil das was ganz Schreckliches ist für Leute, die das nur tun aus Faulheit. Ach so. Das ist nur für Leute, die das wirklich brauchen. Alles andere, das fördert so die Faulheit und den Kapitalismus. Das ist der Bordstein. Also gut, wirklich. Aber ich würde da jetzt auch nicht meinen Wocheneinkauf machen. Tust du doch manchmal. Nein, habe ich noch nie gemacht. Okay, dann habe ich das irgendwie falsch verstanden. Ich mache einen Wocheneinkauf, mache ich bei Rewe online und gehe das abholen. Notfall. Ich lasse mir das bei Rewe zusammenpacken, fahre zum Rewe hin, hole es ab. Ja, das ist okay. Aber im schlimmsten Notfall wirklich nur diese Sachen benutzen. Ich habe sie ausprobiert. Ich wollte mal schauen, wie es ist. Aber ich werde es nicht weiter benutzen, außer ich liege hier mit gebrochenem Bein. Ich habe es auch jetzt, glaube ich, Meine Nachbarin ist Ende 80. Die benutzt das. Sie ist das gemacht. Die ist so alt? Nicht die, mit der wir studiert haben, sondern darüber. Die benutzt das und für die ist das perfekt und da kann ich mir vorstellen, das ist super, weißt du? Aber für jemanden, der,
der keinerlei körperliche Beschwerden hat, sich kurz Schuhe anzuziehen und die 600 Meter zum Rewe zu laufen, ist das eine absolute Degeneration der Gesellschaft. Ja, pass auf, Szenario. Wahre Geschichte. Wir stehen eine halbe Stunde vor dem Eurovision Song Contest und wir merken, ach, wir haben hier gar keine kalten Getränke da. Ich wohne 600 Meter vom Rewe entfernt. Ich würde Getränke holen. Ja, aber du bist eine halbe Stunde und der Vorbericht läuft schon. Und du willst nichts verpassen. Ich opfere mich fürs Team. Und du könntest zum Kiosk gehen oder es halt nicht machen. Nee, ohne Scheiß. Ich fand es einfach mega. Auch wir haben am Wochenende nochmal gegrillt und haben festgestellt, ja, wir haben gar nichts Cooles zu trinken da. So ein Spezi oder sowas, ja. Haben wir uns einfach Spezi bestellt. Ich denke, mit dem entsprechenden... Ich finde das ganz schrecklich, Sebi. Warum das denn? Du willst gerade schnell was haben? Das sind arme Leute, die auf dem Fahrrad hierher fahren, denen zu sagen, ey, pack mir mal 3 Sixpacks ein, Spezi und Bier, das ist echt scheiße. Dafür gibt es Flaschenpost. Und bei Flaschenpost kannst du tatsächlich alles für eine Party bestellen. Aber es ist nicht kalt. Aber erstmal die armen Leute... Klar kannst du es auch kalt bestellen. Erstmal machen die Leute das freiwillig, ja? Also wenn sie sich einen Job aussuchen, dann dürfen sie sich auch nicht beschweren, dass sie dann mit dem Fahrrad fahren müssen. Du kannst bei Flaschenpost kannst du auch gekühlt bestellen. Kann sein. Aber Flaschenpost ist das Gleiche, nur fährt die arme Sau dann Transit und packt im Parkverbot. Nein, es geht auch nicht darum, dass die Leute diese Jobs auswählen, sondern dadurch, dass die Nachfrage da ist, werden diese Jobs angeboten und Leute, die darauf angewiesen sind, kriegen dann Scheißjobs. Das ist auch nicht richtig. Damit, ja, aber ist es nicht besser, einen Scheißjob zu haben, als keinen Job? Ja, aber das ist keine Ausrede dafür, dass du für einen Mindestlohn irgendwo in Asien Nikes zusammennähst. Wie kommst du denn jetzt mit der... Ja, weil die auch einen Scheißjob haben, aber wenigstens einen Job. Ich will doch nur einen Spezi haben. Dann gehst du halt zum Rewe und holst dir Spezi. Komm mir doch jetzt hier nicht mit irgendwelchen armen Kindern, die sich die Finger blutig nähen. Wie spät war es, als du darüber nachgedacht hast? Wie spät war es? 8:30. Da hast du einen Umkreis von 1 Kilometer 3 Rewes bei dir, die noch auf hatten um die Uhrzeit. Ja, aber wie gesagt, es war eine halbe Stunde vor Grand Prix und ich hatte Fleisch auf dem Grill. Ich konnte nicht weg. Fahrrad und so weiter, schaffst du dann alles. Nein. Gut, mal deine ganzen moralischen Sachen dahingestellt. Mir ist das Konzept eingefallen einer Flinkparty. Und allein das Konzept, ich finde es mega, also die Idee ist ja, bei Partys ist es immer problematisch, dass du Getränke kühlen musst, ja, aber eigentlich der Kühlschrank immer zu klein ist, weil du hast erstmal den ganzen Standardkram da drin, dann hast du noch irgendwelche Lebensmittel für die Party da drin, was weiß ich, wenn du grillst oder sowas, vielleicht Nudelsalat oder keine Ahnung, was da drin steht, oder Kuchen, der Kühlschrank ist auf jeden Fall immer voll und da ist nie Platz für Getränke drin, ja. Jetzt stell dir mal vor, so eine Party à la Gummersbach, das heißt, wir sind vielleicht mit 30, 40 Leuten in dieser Wohnung, ja, und statt gekühlte Vorgetränke da zu haben, liegt da ein iPad und man sagt, pass auf, jede halbe Stunde bestellen wir. Ja? Das heißt, jeder, der was haben will, drückt da drauf, ja, und eine halbe Stunde später hat er das. Meistens hat er ja schon, gut, da hast du im Start was da, dass du halt nicht eine halbe Stunde trocken bist. Irgendwas gibt's immer, ja. Aber es kommt dann quasi immer zeitnah das, was du auch wirklich benötigst, gekühlt. Zu Supermarktpreisen. Von jemandem, der mit dem Fahrrad vorbeikam. Von jemandem, der mit dem Fahrrad vorbeikommt. Zu einer Party in Gummersbach. Richtig. Im Bergischen Land. Einer Party, wo wir durchschnittlich 40 Leute waren und alle bestellen was dann für die nächste halbe Stunde. Dann kommt ein Typ mit dem Fahrrad und muss 80 Getränke im Rucksack tragen. Du bist so herzlos, Sebi. Der kriegt Trinkgeld. Das sind 80 Leute. Jeder schmeißt einen Euro rein. Was meinst du, was du für ein Trinkgeld an dem Abend bekommst? Dem gibst du kein Trinkgeld mehr, dem finanzierst du die Lebensversicherung. Überleg das doch mal. Ne? Dann legt ein Hut, jeder, der reinkommt, schmeißt einen Euro rein. Alter, ja, der braucht kein Trinkgeld, der braucht Oberschenkelprothesen. Oder einen vierten Stock hochtragen, der Arme. Nee, bessere Idee. Viel bessere Idee. Flaschenpost macht das. Flaschenpost fährt samstagabends mit seinen Wagen durch Köln herum. Man kann sich da melden und die liefern zur Grünflächen kistenweise. Und nehmen auch direkt wieder mit. Weißt du? Die erweitern ihr System darum, dass der Wagen gekühlt ist. Du liegst irgendwo auf dem Grüngürtel und sagst, ey, wir brauchen noch eine Kiste Bier, unsere Kiste ist leer, schreibst Flaschenpost an. Die sind den Abend sowieso schon unterwegs und nur für diese Bereiche gedacht, weißt du. Halten bei dir an, bringen dir die Kiste vorbei, nehmen die alte Kiste wieder mit, plus die haben ihr System erweitert, die haben auch noch ein System im Wagen eingebaut, das heiße Kohle mit sich nimmt, weißt du. Und du kannst der Müll wird die bringen dir eine Mülltüte mit, das Flaschenpfand wird abgeholt und die helfen dir beim Loswerden der heißen Kohle. Wie geil wäre das denn? Wie schön sauber würde Köln aussehen im Sommer? Ist bestimmt cool, aber trotzdem hast du ein Problem damit, bei Flinkheads oder Gorillas zu bestellen, einfach weil
soziale Aspekte. Aber du bestellst bei Lieferando. Ich habe Flaschenpost gesagt. Ja, ist doch egal. Es ist genau das Gleiche. Der kriegt genauso viel wie ein Fahrradfahrer, fährt halt nur in Transit. Ja, aber es geht darum, der muss halt weniger auf dem Rücken schleppen, weißt du? Guck dir doch mal an, wer da kommt. Bei mir kamen immer Schüler, ja? Das ist so ein toller Schüler. Also ich weiß ja gar nicht, vielleicht haben die eine andere Einstellungspolitik, aber das Wo kommen bei dir immer? Wenn ich hier Flinke oder so bestelle, das sind immer so Leute im Schulalter. Also tust du es öfter? Ja, dreimal bis jetzt. Und das waren nie, ich meine, man kann ja gut unterscheiden, ob es Schüler sind, Studenten oder alt. Also ich glaube, in Zeiten von Instagram können wir da gar nicht mehr unterscheiden. Ja, es sind nicht Instagram-Schüler. Nee, keine Ahnung. Ich sehe das in dem Aspekt von wegen, boah, auf dem Rucksack, im Rucksack Fahrrad fahren, schwere Sachen, sehe ich kritisch. Bei den Mengen, die der Durchschnitt des Partygängers braucht, glaube ich, die beste Lösung ist, das mit Flaschenpost zu machen. Du bist so ein Partypooper, das ist unglaublich. Nee, ich stelle sicher, dass nicht ein Sixpack gebracht wird, sondern eine Kiste. Was meinst du, was der Typ für einen Spaß hätte da? Jede halbe Stunde, das ist immer der gleiche. Er kommt jede halbe Stunde vorbei, kriegt jedes Mal Trinkgeld. Der freut sich bestimmt, um 1 Uhr nachts noch nüchtern besoffenen Leuten Bier zu bringen. Ja, vielleicht kommt er danach einfach noch. Zum zehnten Mal sagen die Leute, ach, komm doch mit rein. Und er weiß ganz genau, er muss weiterarbeiten, muss jedes Mal Nein sagen. Er hat 12 Uhr hat er Feierabend. Ja, dann kann er nach 12 keiner vorbeikommen. Dann kriegt er auch ein paar von seinen Bierchen, die er vorbeigebracht hat. Ab 12 gibt es kein Bier mehr? Ja, aber dann ist ja genug da. Hat er genug vorbeigebracht. Das heißt, am Ende musst du nochmal eine Großbestellung machen. Richtig. Ich habe mir aber auch schon bestellt, jetzt mal ganz ehrlich, selbst bei Flink, wenn du da so deinen Wocheneinkauf machst, ja, also wenn ich Wocheneinkauf am Rewe mache, da sind das so 2, 2,5 Klappkisten voll. Ja, mein Kofferraum ist voll. Wenn ich das da alles bestellen würde, was theoretisch möglich ist, schicken die mir da 2 Fahrer vorbei oder wie machen die das? Ich habe keine Ahnung. Weil das kriegt der gar nicht alles in seinen Rucksack da rein. Ja, eben. Ja. Eben. Deswegen jede Flasche, die du bei dem bestellst, ist Minuspunkt auf deinem Karma-Konto. Darum bestelle ich ja auch immer nur 3 Toastbrote. Ja. Okay, wir haben nur 3 Dinge. Bestellen. Das habe ich auch da bestellt und das war das Schlimmste, was ich da bestellt habe. Das kann man nicht bestellen. Ich habe da Backwaren bestellt. Doch, bei Gorillas kannst du auch Backwaren bestellen. Ja, aber das kann man nicht bestellen. Also, nee, ging auch nicht. Nee. Wir haben 3 Dinge, das hat Sebi letzte Woche schon aufgeschrieben. Ich hatte eine andere Idee und dann wollte er es, glaube ich, so ein bisschen, hat sich das gelesen, als hätte er seine 3 Dinge dafür verworfen. Deswegen hat er es direkt nochmal geschrieben, von wegen so, behalt die aber da, weil das sind gute 3 Dinge, die sollten wir auf jeden Fall behalten. Und zwar... Wolltest du gucken, was jetzt gewonnen hat, oder? Ich sage einfach mal, dass die 3 Bäckerei-Fachartikel gewonnen haben. Ja, wie bist du darauf gekommen, Sebi? Erzähl mir von deinen Bäckerei-Fachartikeln. Ja, lustige Geschichte. Ich bin samstags zum Bäcker gegangen. Wahnsinn. Spektakulär. Willst du, kannst du mal ganz kurz deinen, ist das eine Bäcker, ist das ein Franchise, zu dem du gehst? Nee, das ist ein kleiner lokaler Bäcker hier, der hat, glaube ich, 3 Filialen hier im Kölner Norden. Bäckerei Grüttner, kann ich sehr empfehlen. Ist eine Bioland-zertifizierte Bäckerei, die zudem auch noch eine sehr große Varietät an veganem Gebäck anbietet. Ich war am Samstag das erste Mal bei Alnatura beim Bäcker, weil das nämlich hier in meiner Gegend der einzige Bäcker war, der mir ein reines Roggenbrot anbieten konnte. Ja, aber Alnatura stinkt. Ja, aber das Problem ist, das ist heute wieder so ein Punkt, wo ich nicht weiß, ob ich schon mal erzählt habe oder nicht, aber egal. Ich habe mich ja um Ostern rum auf Allergien testen lassen. Ja. Und ich bin, ich habe einen Ausschlag von 4 bei Weizen gehabt. Ja. Und jetzt versuche ich, auf Weizen zu verzichten. Aber ich mag Bier? Brot. Wenn ich es richtig gelesen habe, darfst du Bier trinken. Aber ich habe dieses Jahr nur 6 Bier getrunken bisher. Das ist übel, ne? Ich bin auch gar nicht mehr in der Übung. 1 Sixpack Astra habe ich getrunken. Mein Nachbar mir geschenkt hat, weil er kein Astra trinkt und hat einen lustigen Wutzdorf, da hat der Seneca darunter geklebt. Ich habe beim Grand Prix habe ich 3 Bier getrunken. Ich hatte am nächsten Tag so einen Kater. Ich habe so angefühlt, so zum Wochenende hin oder montags, je nachdem, ob Lampedusa oder so, einmal die Woche vielleicht 1, 2 Gin trinken. Und sonst bin ich da auch komplett weg. Also ich hab irgendwas Lustiges gelesen auf Instagram. Ich folge ja Funk und so und ZDF Wissen und so weiter. Da stand letztens irgendwas, wenn dein Ringfinger länger ist als dein Zeigefinger, liegt das an deinem Testosteronhaushalt als Baby und je länger dein Ringfinger, desto höher bist du anfällig für Alkoholismus.
Wookie. Ja, bei mir genauso. Welche Sachen hättest du denn gern vom Bäcker? ich fange, also die drei Bäckerei-Fachartikel, ja? Ja. Die wir feiern. Ich bin übrigens ein großer Märzenich-Fan, muss ich sagen. Und oh, da, ja. Kann, da ich, kaufe kann ich sehr empfehlen. Da kaufe ich am liebsten Märzenich und der Bäcker in der Ehrenstraße. Dieser super, ultra, super Bäcker. Kann dann nur so ein Alteingesessener sein. Ich kenne ihn gerade nicht. Aber ja, Ehrenstraße, ist, das sind ja nur. Da, wo man irgendwie eine halbe Stunde anstehen muss. Ja, ja. Auf jeden Fall, ich fange an und das habe ich erst in Köln wirklich miterlebt. Das ist etwas, wo ich mir dachte, so, wer kauft sich das? Dann habe ich mir das gekauft, weil man das nämlich anders zuschneiden lässt. Und ich fand es mega geil. Diese Riesenbrote. So ein rustikales Riesenbrot, weißt du, so ein richtiges LKW-Rad, dass die dir dann zubereiten, also zuschneiden, überhaupt Brot direkt schneiden lassen natürlich, ne? Und nein. Doch, ich habe keine Schneidemaschine zu Hause, deswegen. Ich habe ein Messer. Ja, es ist einfach zu dick sonst einfach, deswegen. Ich mag das nicht, ich lasse es mir zuschneiden, ich bestelle auch für eine Personenhaushalt, dementsprechend geht das. Oder man kann halt auch einfrieren. Aber im März nicht kannst du Gramm bestellen, ne? Da wird ja, du bezahlst das Brot ja wirklich, die liegen das ja auf die Waage. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall diese riesen Wagenräder und dann so ein, schneiden sie ja so ein Viertel raus und dann schneiden sie das so schön in rustikale, schöne Bauernstullen ab. Finde ich mega geil. Und irgendwie sind die immer, die schmecken immer ein bisschen besser, weißt du, weil das, ich glaube, es liegt einfach daran, dass das Weichkern zu Krustenverhältnis besser ist. Vielleicht. Ja, und so eine schöne, dünne Kruste, so eine schöne, dünne, dünne Kruste, weil die Mitte aus dem Brot ist immer das Beste. Ich muss gestehen, ich bin nicht so der Brotfan. Ja, so ein gutes Brot. Du bist Toastbrotmensch, ne? Ja, weil ich keine Rinde mag. Ja, deswegen, ja, die Rinde muss wirklich dünn sein. Also, das habe ich. Das, in Hamburg ist das anders. Also in Hamburg. In Hamburg sagt man Tschüss. In Hamburg sagt man Tschüss. In Hamburg sind die Brötchen von einer besseren Qualität, finde ich. Und in Hamburg ist das nicht so, dass jedes Brötchen wie in Köln so krass durchgebacken ist, dass die Kruste skalpellartig durch alles durchschneidet. Also ja. Die Kölner lieben anscheinend dicke Kruste. Ja. Mit Kölner, ne? An dieser Stelle folgt ein Smegma-Witz. Wenn die Kruste so richtig dick ist, Leckerchen. Sagt. Ja, heute erst zum Mittag hatte ich ein Röggelchen. Ich wollte auf Weizen verzichten, habe ich rausgefunden, Röggelchen heißt zwar Röggelchen, aber es muss auch nur 50% Roggenanteil haben. Ich habe gedacht, geil, das einzige Brötchen, das du noch essen kannst, nö. Nö, tja, so ist das. Ja, Brot, also generell, ja, ich kann mir vorstellen, diese großen Brote halt, ja, die sieht man da immer rumliegen. Ja, war ich jetzt nie so der Fan einfach von, weil, wie gesagt, Brot ist halt Brot, ja. Brot war immer, ja, haben wir Brot zu Hause, ja, Brot. Man braucht ja noch Sachen. Du isst ja Brot nicht alleine. Brot lebt ja von dem, was man drauf macht. Ja? Ob du jetzt ein Spiegelei drauf machst oder Leberwurst oder Käse. Da ist bei mir gerade so ein Punkt erreicht. Da habe ich so ein nächstes Level im Altwerden erreicht tatsächlich. Ich hatte letzten Wochen sehr geiles, rustikales Riesen-Walnussbrot. Nämlich schön mit fetten Walnussstückchen drin. Dazu einfach nur dick Fett, also wirklich nicht zu wenig. Gesalzene Butter drauf, mehr brauchst du nicht. Also was ich dir gerade empfehlen kann, ist von hier dieser Gewürzmarke Just Spices. Ja. Ja. Das ist ja diese teure Hipstermarke, aber da gibt es einen Stullenspice. Sehr, sehr geil. Also das so als Topping einfach auf Butter drauf, sehr, sehr lecker. Okay. Kann ich sehr empfehlen. So eine Prise immer so drüber. Da ist bestimmt ordentlich Salz und Zwiebelpulver drauf. Ich weiß gerade gar nicht. Ja, ich glaube, da ist Schnittlauch drin, Lauch. Muss mal gucken. Finde ich heraus. Ich habe übrigens vier Dinge, weil ich mich nicht entscheiden kann. Ne? Mein erstes Ding ist was Elementares, was eigentlich jeder Bäcker, ich glaube, deutschlandweit haben muss. Ansonsten ist es kein Bäcker und ich gehe da wieder raus. Das Puddingteilchen. Oh, ist bei mir auf Platz 5 gelandet. Das Puddingteilchen ist nämlich auch ein Backartikel, wo ich mir öfters sage, ach komm, ich gehe mir jetzt noch schnell ein Puddingteilchen zum Nachtisch holen. Vor allem, wenn ich gerade hier jetzt im Homeoffice sitze, mit dem Hund hier quasi in den Park gehe, da meine Mittagsrunde mache und ich habe dann halt die Möglichkeit, noch kurz abzubiegen, schnell beim Bäcker vorbeizugehen, ja. Und dann hole ich mir einfach mal zum Nachtisch so ein Puddingteilchen, ja. Ganz wichtig, Sebi, bevor du weiterredest. Definiere das genauer, weil ich kann dir sagen, jemand, der aus einem anderen Bundesland kommt, Puddingteilchen ist nicht gleich Puddingteilchen. Also hast du da eine ganz klare Erläuterung? Ich habe eine ganz klare Erläuterung. Ein Puddingteilchen ist eine in Brezelform gehaltene Blätterteigmasse, die
in den Öffnungen des Brezels, möchte ich mal so nennen. Eher wie so ein Schweineöhrchen eigentlich. Eher wie so ein Schweineöhrchen, ja genau. In den Öffnungen den Pudding drin hat. Idealerweise, dass der Pudding durchgehend ist und nicht von Boden noch belegt ist. Also, dass der Pudding nicht auf dem Boden liegt, sondern dass er wirklich in den Löchern ist. Ja? So, dass du das so in die Hand nimmst, einfach rausfällt. Richtig. Und darüber halt noch eine Zuckerglasur. Und da gibt es nämlich die feinen Unterschiede, weil zum einen gibt es dann noch natürlich die klassischen Puddingteilchen mit Früchten oben drauf. Aber auch mit Blätterteig drumherum. Bin ich zum Beispiel gar kein Fan von, allein deswegen, weil da immer Kiwi drauf ist. Nee. Dann gibt es noch ein ganz besonderes Puddingteilchen, das ich zum Beispiel aus dem Norden kenne, das ich liebe. Das ist das Franzbrötchen, ich weiß. Nee, es gibt das Neapolitaner, heißt das, glaube ich. Das ist ein quadratisches Stück Blätterteig. Dann ist dazwischen entweder Pudding oder aber Vanillesahne. Das ist ein bisschen regional gehalten. Und obendrauf ist dann nochmal ein Deckel, also wie so ein Sandwich, weißt du, nochmal so ein Deckel mit Blätterteig. Ja, die gibt es hier aber auch. Und Streusel und Puderzucker obendrauf. Ja, ja, das ist das beste Puddingteilchen der Welt. Das ist ja mehr so ein Plunderteig. Das ist noch nicht mal so Blätterteig, das ist mehr so ein Plunder, ne? Der da irgendwie wie Brötchen aufgeschnitten ist und dann ist da Sahne. Nee, bei uns ist das tatsächlich Blätterteig gewesen. Naja, auf jeden Fall, ich liebe diese Dinger, ja. Und vor allem die Art und Weise, wie, ich meine, man isst nie Pudding und Teig gleichzeitig, ja. Das wird auseinandergenommen und zuerst wird der Teig geknabbert und anschließend wird schön geschält, ne? Blätterteig sollte immer geschält werden. Pudding da übrig, ja. Und lecker. Das würde mich echt mal fragen, so, das erste Blätterteig, ne? Das erste Croissant. Sicherlich nicht das erste Blätterteiggebäck, weil Baklava und Filo und so wahrscheinlich älter sind, aber stell dir mal vor, so ein Croissant war eigentlich immer schon dafür gedacht, dass das eigentlich zum Schälen ist, weil hat ja in der Mitte so eine Lasche zum Abziehen. So der Erfinder irgendwann verklagt irgendjemand den Erfinder des Croissants, weil er es falsch gegessen hat. Und dann ist wie bei South Park, kommt dann der Geist des Erfinders rein und spricht in einem, weiß nicht, müsste ja in einem türkischen Dialekt sein, spricht er dann und schreit die Leute an und sagt irgendwie, ihr esst das Croissant die ganze Zeit falsch rum. Ja, und ich sag dir eins, das Dreieck in der Mitte, das ist die Lasche zum Abziehen des Croissants und so isst man das. Weil dadurch hast du immer so kleine Halbmonde, was ja auch eigentlich die Idee dahinter war, und hast einfach auch eine schöne Schöpfkelle für die Butter. Ja, vielleicht. Ja, Croissants mit Butter essen ist übrigens genauso seltsam wie Chicken Nuggets mit Mayonnaise essen. Nein, auf Croissant gehört Butter. Ja, Chicken Nuggets isst man mit Mayo. Was? Jeder Chicken Burger hat Mayo drauf. Auf Chicken, auf ein was kommt? Auf ein Chicken Nugget kommt Mayo? Ja. Auf ein Chicken Nugget kommt süß-sauer. Was ist dein zweites Ding? Los. Mein zweites Ding ist, ich sag's einfach, das nächste ist, weil du hast es schon gespoilert. Es ist natürlich das beste Gebäck der Welt. Es ist das Franzbrötchen. Das beste fucking Gebäck der Welt. Oft versucht, oft gescheitert. In Köln noch kein gutes gegessen. Ich weiß, dass es bei Rewe jetzt Franzbrötchen gibt. Ich habe auch bei einer anderen Bäckerei schon mal ein Franzbrötchen gesehen und probiert. Es ist alles trocken und lasch und es ist nicht die Idee eines Franzbrötchens. Ein gutes Franzbrötchen, so wie es bei uns im Norden gemacht wird, mit zu viel Zucker und zu viel Zimt. Also es ist eine Überdosis an Zimt drin und es ist so richtig schön fluffig und weich. Und erzähl doch mal uns normalen Menschen, was ein Franzbrötchen ist. Ja, was ist ein Franzbrötchen? Ein Franzbrötchen ist im Grunde genommen, also es ist kein Blätterteiggebäck. Es ist, ich habe keine Ahnung von Teigen. Ich würde mal sagen, es ist so eine Art Hefeteig oder sonst was, der im Grunde genommen bestrichen ist mit einer Sirup- und Zimtfüllung, also so eine Masse. Und dann wird er eingerollt. So ein bisschen im Grunde genommen wie, es ist im Grunde genommen ein plattgedrücktes, in die Ecke geworfene Zimtrolle. Mhm. So eine Zimtschnecke. Mhm. Aber halt dadurch, dass es halt immer, dass es sehr dünne Lagen hat, ist da extrem viel Zimt dazwischen. Mhm. Und der Sirup, der karamellisiert halt auch. Und das Ding ist halt sehr klebrig, aber auch sehr knusprig. Und du reißt dir ein Stück ab und wenn du reinbeißt, schmeckst du immer Karamell und Zimt. Und zwar richtig ordentlich Zimt. Und für alle, die es nicht wissen, Franz & Friends, meiner Meinung nach die besten Franzbrötchen in Hamburg, kann man auch direkt am Bahnhof bekommen. Nehme ich mir immer mit für unterwegs. Schön, am besten, wenn die frisch sind, wenn die noch so ein bisschen feucht sind, weißt du, und dann
zerrupfst du das und hast halt immer Zimt. Immer Zimt, 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 Zimt. Überhaupt das beste Gewürz. Wenn ich könnte auf meinem Balkon, ich würde einen Zimtbaum pflanzen. Mach doch. Ja, ich würde dann wie der Dintergard-Biber, würde ich den ganzen Tag nur Zimt kauen. Ich bin der Gil. Ich bin der Gil. Ja, okay, kann ich verstehen. Kann ich gar nicht so sagen. Ich kenne sie nicht, ja. Aber ich verspreche dir, wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin, ich bringe dir ein frisches Franzbrötchen mit und ich halte bei dir vor der Haustür, damit du es frisch bekommst. Ja, wo du Cinnamon Bun jetzt gesagt hast, habe ich jetzt Bock, weil ich muss mal. Jetzt hast du Bock auf Ikea, ne? Ich meine, die besten Cinnamon Buns habe ich in Kanada gegessen, auf Vancouver Island. Wir waren in so einer Surferabsteige, ja, weißt du, ich, so alter Surferboy hier, da war so ein Surferhaus, wo es keinen Fernseher auf den Zimmern gab und kein gar nichts. Und man lebte mehr so die Gemeinschaft im Gemeinschaftsraum, ja. Und da wurde jeden Morgen zum Frühstück und jeden Nachmittag wurden da frische Cinnamon Buns hingestellt, wo du dich bedienen konntest. Und die waren so richtig geil. Das riecht halt alles geil, ne? Ganz ehrlich, Zimt warm machen. Eigentlich, oh, das ist eine Geschäftsidee. So kleine Teebeutel für die Heizung. Die steckt man in die Heizung rein und wenn man die Heizung anmacht, riecht es automatisch nach Zimt. Du kannst auch einfach eine Zimtstange drauflegen. Weiß ich nicht. Nee, Zimtstangen so geben nicht so viel ab. Du musst schon die Nase ranhalten. Ich brauche irgendwas, was sich automatisch verteilt. Dann nimmst du so Febreze. Gibt übrigens einen Trick für die in der Kälte wandern. Angeblich soll man sich Zimt in die Sohle schütten und durch die Reibung, die entsteht, werden die Füße warm. Okay. Gut, es ist ja auch Rinde, also ich meine, wenn du auf Rinde rumläufst, wird dir warm. Mein zweites Ding ist, nachdem ich gesagt habe, ich mag eigentlich kein Brot, ist mein zweites Ding natürlich ein Brot. Natürlich. Aber es ist halt ein besonderes Brot. Und zwar ist es das gute alte Baguette. Es geht nichts über ein geiles, wirklich vom Bäcker gebackenes Baguette. Ja, gerade wenn du in Frankreich unterwegs bist, ja, selbst so ein blödes Supermarkt-Baguette, die da täglich frisch gebacken werden, sind saulecker, ja. Aber redest du von den etwas länglichen Brötchen oder redest du wirklich von der Baguette-Stange? Ich rede von einer Baguette-Stange. Okay. Ja, weil es ist ja nur ein Weißbrot. Es ist ja nichts Besonderes, ja. Aber gerade das macht es ja gerade dann so besonders, dass du immer kleine Scheibchen hast, wo du dann immer so ein bisschen, oh, jetzt kommt hier so ein bisschen Marmelade drauf und da ist Frischkäse und da so ein bisschen Bresso und dann da Zigarette dazu. Sehr, sehr, sehr lecker. Ja? Da kommt der Blackfuss in Sebi schon direkt raus. Hast du dir gerade eine Zigarette angemacht? Ah, Jeanette, Baguette. Claudette. Ist das Rotwein? Oh la 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 la. Frankreich. Schlimmstes Lied von denen überhaupt. Ist egal. Ist, glaube ich, das erfolgreichste Lied von den Black Fills. Ja, es ist ungefähr so wie also, der. So war das Slowenien, die den Loco-Song gemacht haben? Was? Was ist Jiggerum, Jiggerum? Jiggerum, Jiggerum, Jiggerum. Ja, das Baguette, du sagst leicht zu machen. Ich meine mich zu erinnern, einmal ein Video von Binging with Babish geguckt zu haben. Binging with Babish, einer der besten Koch-Channels auf YouTube, wo er sich an Baguettes versucht hat. Und Baguettes sind gar nicht so leicht zu machen angeblich. Also das ist tatsächlich eine Kunst. Das ist... Natürlich, du sagst, es ist ein simples Weißbrot, ist aber angeblich ziemlich schmecken. Krass zu machen, ja. Ja, deswegen, ich glaube schon, dass es eine Kunst ist, ja, und da musst du auch einen guten Bäcker finden, der das halt kann. Ja, ja. Ich habe Gott sei Dank einen guten, der hat hier das gute Landbaguette, lecker. Oh, das, wenn auch nicht diese wenn dünnen Stangen, sondern so ein richtig schönes Stück, ne? Was? Nicht so dünne Zeltstangen, sondern schon... Ja, das ist dann schon was dicker schon halt, Brecher, ne? aber das schön noch mit auf den Grill drauf und dann mit ein bisschen Kräuterbutter drüber. Lecker. Ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Gerade, ich mag ja auch Urlaub in Frankreich, war ich ein paar Mal jetzt schon. Es hat viele schöne Ecken da. Gerade da war einfach morgens auch dann ein Baguette kaufen gehen und sich ein bisschen Weichkäse dazu kaufen. Perfekt. Lecker. Und immer reißen. Am besten Baguette gar nicht schneiden, sondern einfach nur Stücke abreißen. Gibt doch nichts Besseres als so schönen Teller Ratatouille und dann die Soße mit einem Baguette am Ende aus. Oder ein Ofenkäse. Ein Ofenkäse, kann man nichts zu sagen. Oh ja. Ja, herrlich, Baguette. Ja, kann ich verstehen. Ist für mich auch immer noch vor dem Ciabatta. Ja, Ciabatta ist überbewertet. Es ist, weißt du, was überbewertet ist? Weil ich gehe mal davon aus, dass es nicht dein drittes Ding ist. Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Focaccia.
Ich wüsste nicht mal, was das ist. Ja, Focaccia ist, wurde versucht, irgendwie hip zu machen. Meiner Meinung nach absolut gefailt. Ist im Grunde genommen einfach nur ein plattgedrücktes Olivenölbrot. Ach, das. Absolut overhyped und überhaupt nichts Besonderes. Ja, zum So-Essen greife ich dann auch zum Baguette, ne, als Beilage. Das Ciabatta gewinnt nur an einem Punkt, und zwar, wenn ich mir ein Panini bestelle. Ein schönes, plattgedrücktes Ciabatta mit Mozzarella dazwischen, herrlich. Aber das ist nicht mein drittes Ding. Mein drittes Ding teilen sich zwei Brötchen. Das zwei Sesam Brötchen, und das Mohnbrötchen. Weil ich kann sie nicht, ich kann mich nicht, weil beide sind einfach zu wichtig. Zum einen ein Brötchen, das ich hier in Köln einfach so gut wie gar nicht finden kann. Und es einfach ultra lecker ist und immer gut schmeckt. Und zwar das Zwiebelbrötchen. Ein schönes Brötchen gebacken mit ordentlich Zwiebelstückchen da drinne. So richtig schön geröstet, das einfach richtig nach Röstaroma, richtig schön Zwiebelaroma hat. Ja, aber du findest ja Zwiebelbaguette oder Zwiebelbrot. Findest du aber auch nicht überall hier in Köln. Also ich muss sagen, im Norden war das gefühlt immer leichter zu bekommen. Ja, wenn du zu einer guten Bäckerei, da kriegst du zumindest ein Zwiebelbrot. Das ist okay, dann an alle Kölner, die diesen Podcast hören, wenn ihr einen guten Bäcker kennt in Köln, der gutes Zwiebelbrot oder Zwiebelbrötchen macht, sagt mir gern Bescheid. Geh mal zum Metze nicht, da gehst du doch noch hin. Im Metze nicht gibt es kein Zwiebelbrot. Ja, das vielleicht für dich nicht. Merken, dass du irgendwie bist, und dann verstecken sie es direkt. Ah, Merzenich ist ein bisschen wie Rewe, weißt du, die haben nicht überall dasselbe, leider. Das ist tatsächlich so. Je nach Größe des Ladens. Hat ja Öbel übernommen. Deswegen gibt es jetzt an jeder Ecke Merzenich. Früher waren das mehr so wirklich große Läden, traditionelle Läden, ja. Mittlerweile sind halt an fast jeder Ecke ist Merzenich, weil die halt Öbel übernommen haben, weil die pleite gegangen sind. Und Öbel war halt gerade besonders in diesen in den Supermärkten, waren so typische Supermarktbäckereien, die immer im Supermarkt ganz, ganz waren, schlimme ja. Schnittbrötchen, ehrlich gesagt. Naja. So komische Eikruste drauf, irgendwie gefühlt. Auch sehr, absolute Gaumenschneider. Aber ich glaube, der Öbel bei mir in Ehrenfeld ist zu einem Pokeladen geworden. Ja, aber egal, das Zwiebelbrötchen, definitiv ein Brötchen, wenn ich das irgendwo sehe, dann kann ich sehr schlecht dran vorbeigehen. Stattdessen gibt es auch noch ein anderes Brötchen, das im Grunde genommen, das nie enttäuscht. Ein Brötchen, das wirklich nie enttäuscht. Das ist so billo. Es ist keine besondere, also es wirkt nicht so, als bräuchte es ein großes Handwerk, aber es enttäuscht einfach nie. Es schmeckt immer gut. Es ist eins der Brötchen, das, auch wenn es älter wird, weißt du, wenn es belegt ist und einen Tag lang im Rucksack, gerade beim Snowboarden oder so, noch im Rucksack liegt und du greifst Stunden später zu. Was der typische Kölner macht, Snowboard fahren. Ja, es ist irgendwie in Österreich ist es halt öfter zu finden, vielleicht ist das auch schon ein Spoiler. Und zwar ist es die Semmel. Das echte Semmelbrötchen. Ein richtiges Semmelbrötchen. Ja, schön das mit den Wirbeln oben drauf und ja, so weiter. Das verkaufen die ja mir hier als Kaiserbrötchen. Das kann ich dir so genau nicht sagen. Doch, wenn du in Köln ein Kaiserbrötchen kriegst, dann ist es mehr eben die Semmel, die man so aus Österreich kennt. Okay, es ist etwas weicher, es ist nicht so knusprig, aber es ist gefühlt so gemacht, dass es weich auch schmeckt, weißt du? Ja. Also es schmeckt nicht alt und fad dadurch, obwohl es eigentlich von der Konsistenz her, dass du es erwarten würdest. Mhm. Aber so eine gute Semmel, die enttäuscht einfach nie. Schön wie Pamela Anderson. Genau. Pamela Anderson, die Semmel unter den... Unter den alt und fad enttäuscht aber nie. Ja, gute alte Semmel oder auch das Zwiebelbrötchen, zwei Brötchen, die immer glücklich machen. Ja, kann ich. Ja. Schön mit Fleischwurst drauf. Ich glaube, du kriegst so Kaiserbrötchen, weil die gerade besonders billig auch in der Herstellung sind, im Backwerk und sowas gibt es die immer. Die kriegst du wenig halt in so Bäckern, sondern dann eher in diesen Backstores. Aber, aber Nelson Müller hat gesagt, Nelson Müller, also was für andere Leute Seaspiracy ist, war für mich diese ZDF-Beiträge von Nelson Müller. Zu Backwerk gehe ich nicht. Okay. Diese Fertigbackmischung, die. Ja. Ich recherchiere zwar nicht viel, aber ich hoffe mal, dass die Bäckereien, wo ich kaufe, ich glaube, Merzenich ist schon sehr. Ja, Merzenich backt schon richtig. Ja, die haben hier in Merkelich ihre Bäckerei, da wird groß gebacken und dann werden die ganzen Filialen. Und das ist auch ein Unterschied. Ja, okay, ich würde so weit gehen, ganz ehrlich, die Backwerksemmeln, doch, die sind dann doch schon enttäuschend. Kann man sagen. Ja. Ja. Bei Backwerk geht eh nur diese Geflügelrolle im Blätter. Boah! Oder der Backwerk Chicken Burger mit Crispy Chicken Patty dazwischen, das kalt ist. Oh, ich war einmal bei einem Frühstücksbuffet auf der Zülpicher Straße. Großes Buffet,
Nee, es war sogar Brunch. Die verkaufen haben es ja, als Brunch verkauft. Ja, aber das ist schon vorbei. Wenn du schon sagst, ein Brunch auf der Zülpicher Straße, da ist es schon das, vorbei. Die hatten halt auch, auf die Fotos kommt es auch sehen, und die hatten halt Schnitzel und so weiter, ne? Schön in Streifen geschnitten. Alles kalt. Ja. Ey, nee, ich werde auch nicht verstehen, wenn Leute sich kalte Schnitzelbrötchen kaufen. Kann ich nicht verstehen. Oh, doch, schön mit Mario drauf. Okay, wirklich, ich bin müde. Ich muss langsam kommen. Mein drittes Ding. Ja, mein drittes Ding ist auch etwas, auch ein bisschen Kindheitserinnerung, weil das gab es bei meiner Oma immer. Ja, die hat das immer massenweise gekauft, immer beim Bäcker vorbestellt. Der Rosinenplatz. Sau lecker. So ein geiler Platz, vollgepackt mit Rosinen. Was und da ist dann denn schön, ein Platz? Das ist so ein Platz, ist das so ein ach, also hier heißt es Platz. Ich habe irgendwo gelesen, das heißt noch anders. Es ist so ein Stuten? Ah, so ein Milchbrötchen. So Milchbrötchen-Toast. Richtig, genau. Milchbrötchen-Toast sozusagen, wenn du so willst. Halt in Toastform, so, in Groß halt. Also so ja. Im Grunde genommen so ein ja, so ja, ein genau. Rosinen-Brioche. Ich habe gerade mal geguckt. Ja, ein Stuten. Also in Köln sagt man Platz. Ja. Ich hab beim Brot habe ich mal so Rosinenstuten gesehen. Ich weiß, was du meinst, ja. Ich glaube, man sehr sagt große Platz, weil es kein Plätzchen ist. Sehr große Stücken, sehr gelbes. Sagt man echt Platz, weil es kein Plätzchen ist? Oder habe ich mir das gerade einfallen lassen? Toastbrot mit Rosinen drin. Whatever. Sehr lecker. Mit Schönfett, Butter drüber, ja, oder Erdnussbutter oder Nutella. Kann lecker. Ich leider nichts mit anfangen. Leider. Ich kann nicht auf Rosinen beißen. Es ist wirklich, es ist für mich die pure Hölle. Ich verstehe absolut diesen Traditionsaspekt gerade bei dir jetzt dahinter, auch wenn Oma das immer gekauft hat, ne? Mhm. Meine Oma hat immer Ponschki gekauft. Immer Ponschki. Deine Oma war auch Polin. Ja, da gab es immer Ponschki. Im Grunde genommen Berliner. Irgendjemand hört hier Musik. GEMA, GEMA, GEMA. Man hört, also ich höre es nicht. Bei uns gab es immer Ponschkis. Meine Oma hat immer schön, das sind sehr, sehr kleine Berliner, gefüllt mit ordentlich Marmelade. Mit schöner Zwetschgenmarmelade drin oder so. War auch schon lecker. Kam aber, also wie gesagt, Süßes vom Bäcker, da gewinnt einfach das Franzbrötchen mit Abstand. Ja, Rosinenstuten. Etwas, was ich in meinem Leben noch nie gekauft habe und nie kaufen werde, leider. Ja, kauf dir mal einen guten. So Weihnachten rum, wenn noch ein bisschen lecker ist. Kann wirklich keine Rosinen essen. Ah. Geht nicht. Und ja, ist es mir bewusst, wer diesen Podcast hört. Und ich würde diese 3 Punkte auch einfach verschenken. Ich würde, das wäre ein Spiel, das ich bei Lampeloser einfach nicht mitmachen will. Das gibt's nicht. Ich würde diese Rosinen einfach nicht essen. Ich erwarte, dass mein Problem mit Rosinen genauso gehandhabt wird, wie wenn Vegetarier sich weigern, Fleisch zu essen. Aha. Denn ich bin auch der Meinung, dass Rosinen einfach nur absolute Verschwendung von leckeren Weintrauben sind. So. Ja. Ich lasse dir dann die Rosinen noch extra vom Flink liefern, damit du noch mehr zum Meckern hast. In Flaschen. In Flaschen. Sixpack-Rosinen. Haben wir noch einen Titel für die Sendung? Ich habe keinen Titel für die Sendung aufgeschrieben. Hast du dir einfach nicht aufgeschrieben, Sebi? Das machen auch ganz viele andere Podcasts so, wenn die das auch vergessen haben. Jetzt so zum Schluss. Lass uns doch jetzt mal so einen Fake-Spoiler-Titel oder so ausdenken. Sonnenblume. Ja, okay. Ich dachte jetzt eher kreativer, aber. Ja, also keine Ahnung. Handcreme. Wie wär's mit Wasserrohrbruch und. Nee, das würde schlechtes Karma bedeuten, sonst haben wir den nächste Woche nämlich einer von uns beiden. Wie wär's mit Zeitreise und Wasserrohrbruch? Wie wär's mit Lottogewinn? Ah, Lottogewinn. Was stellen wir mit dem ganzen Geld an? Lotto gewinnen. Was stellen wir mit dem Geld jetzt an? Ja, das ist viel zu lang. Das muss ja ein Wort sein. Sag ich. Lotto gewinnen minus what? What? Gut, damit haben wir den Titel der Sendung. Meine Damen und Herren, das war I Love Lamp, der Podcast. Ich bin der Sebi. Ich bin der Buki. Bis nächste Woche. Tschüss und viel Spaß bei Loki. Der Podcast.